Heute in Sport im Osten. Der Blick auf das große Spiel RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Geht die Erfolgswelle des 1. FC Magdeburg in Liga 3 weiter? Der FCM muss nach Dortmund. Und Fußball Live Regionalliga macht Jena das halbe Dutzend voll. 5 Siege am Stück. Jetzt wartet der SV Lichtenberg. Ja, wieder viel Fußball und später gibt es hier aber auch noch alles zur kommenden Box-Weltmeisterschaft in Magdeburg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und ein spätes Mahlzeit. Wir bleiben, wenn Sie es einrichten können, gerne bis zum Abendbrot beisammen. Den Ring hier hat, wie immer, Lutz Lindemann schon längst betreten. Ja. Hallo erstmal. Hallo. Also eins dieser K.O.-Kriterien, kann man ja fast sagen, fließend ist das Coronavirus wieder mal im deutschen Fußball. Die Regionalliga hat es hart erwischt. Hast du eine Idee, wie man das gerade für die Regionalliga Nordost in den Griff bekommen kann? Ja, ich habe viele Ideen, aber die kann man nicht umsetzen. Ne? Aber ich habe Angst, dass man wieder die Saison nicht zu Ende spielen kann. Und dann hat am Ende der Verband Schuld. Ja. Da muss man genau gucken, was passiert. Das ist eine interessante Geschichte jetzt. Wir müssen in der Halbzeit darüber noch ein bisschen ausführlicher reden. Das tun wir natürlich auch, haben da einiges vorbereitet. Auch vielleicht ein paar Ideen, wie man das zustande bringen kann, dass diese Saison gerettet werden kann. Jena gegen Lichtenberg kann stattfinden, da sind wir sehr froh. Es riecht nach vielen Toren. Dann hören wir die beiden Trainer, Dirk Kuhnert und Uwe Lehmann. Jetzt haben wir eine gute Phase, aber die kommt auch nicht von alleine. Und die muss man immer wieder bestätigen. Wir haben Heimspiel. Wir wollen unsere Heimspiele gewinnen. Ja, klar, mit einer breiten Brust, aber eben halt auch mit einer gewissen Demut, eben halt alles zu geben und darauf immer hingewiesen, dass nichts von alleine kommt. Wir haben es auch uns hart erarbeitet und das können wir nicht einfach so herschenken. Ja. Wir sind immer noch reichlich Punkte dahinter, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Ja, ähnlich wie alle anderen Gegner ist uns nicht verborgen geblieben, dass Jena aktuell stark ist. Auch die Ergebnisse stimmen. Gucken erstmal nicht nur den Gegner uns an, sondern auch uns selbst. Bei uns fehlen leider immer noch verletzungsbedingt relativ viele Spieler. Nichtsdestotrotz sind wir hier, um etwas Zählbares mitzunehmen. Ich glaube, dass wir im Normalfall nicht chancenlos sind hier heute. Aber Jena will das halbe Dutzend an Siegen voll machen. Lutz, so eine 5er-Siegesserie ist auch aus Jenaer Sicht relativ außergewöhnlich, muss ich sagen. Woher kommt das? Gibt es da Gründe, die du erforscht hast? Ja, sie haben erstmal einen guten Kader. Die haben sich mittlerweile gefunden, ja, denke ich mir mal. Und mit den Einzelerfolgen in Summe wächst natürlich auch das Vertrauen. Das wollen sie heute, denke ich mal, untermauern. Aber Vorsicht, Spiele muss man erst spielen, um am Ende Tore zu erzielen. Aber Kuhnert hat es schon richtig erklärt. Ja, dann hofft man, dass Jena natürlich den Gegner nicht unterschätzt. Lichtenberg, die Berliner, die werden heute auch ihr Bestes geben. Danke, Lutz, erstmal. Du machst dich gleich auf den Weg zu Thorsten Püschel in die Reporterkabine. Wir sehen uns dann in der Halbzeit wieder. Wie gesagt, viele, viele Themen haben wir von den Voraussetzungen. Kann es also jetzt ein gutes, schnelles und vor allen Dingen torreiches Spiel werden? Und das, Thorsten, gerne schon ab der ersten Minute. Lutz ist auf dem Weg zu dir, die erste Halbzeit. Halt den Platz frei für ihn, er kommt gleich. Viel Spaß und gute Reise. Danke, Tom. Ich freue mich natürlich, dass Lutz dann gleich hier sein wird. Also das kann von der ersten Minute an wirklich sehr, sehr spannend werden. Und dass einer vor allem sehr erfolgreich sein kann, den sehen wir da auch gerade noch schon beim Hintergrund. Fabian Reisele mit seinen 3 Doppelpacks in den letzten Wochen. Der hat 7 Tore in 8 Spielen erzielt. Da sollte jede gegnerische Mannschaft wissen, was auf ihn zukommt. Und der FC Carl Zeiss hat insbesondere nach dem Sieg in Babelsberg natürlich Blut geleckt. Sie wissen, sie können auch die Großen schlagen und mit einer starken Leistung an jedem Tag auch einen Sieg einfahren. Und sie haben sich nochmal verstärkt, unter anderem mit 2 Ex-Zwickauern Felix Drinkhut. Der wird heute sogar gleich von Beginn an spielen. Wir freuen uns also auf 90 spannende Minuten und sicherlich das eine oder andere Tor. Carl Zeiss Jena gegen Lichtenberg, jetzt live hier bei Sport im Osten. Und da haben wir die Jena in Weiß hier mit Theodor Bergmann, gerade in der Mitte René Lange, der rechtzeitig wieder fit geworden ist, der ja ein bisschen angeschlagen war, gemeinsam wie auch Marcel Hoppe, der es dann am Ende nicht geschafft hat in den Kader. Hier sehen wir den Trainer, der Berliner, 39 Jahre alt. Und wir sehen, wie immer hier in Jena in den letzten Wochen und Monaten, eine große Baustelle und es geht voran. Im kommenden Jahr soll dann schon die Nordtribüne fertig sein. Vielleicht ja sogar schon zu Beginn der Rückrunde. Und dann da drüben die große neue Haupttribüne im Jahr 23 eingeweiht werden. Dann haben wir hier in Jena ein tolles, großes, fantastisches Fußballstadion. Das ist der Schiedsrichter der heutigen Partie. Das ist Patrick Kluge, der wird assistiert von Lars Albert und Johnny Schiefer. Die beiden Kapitäne
Der Linke ist übrigens auch ein Ex-Jena. Das ist Niklas Wollert, der 2012 in Jena in der Jugend und dann auch bei Jena 2 gespielt hat. Und ich freue mich sehr, dass Lutz den weiten Weg durch die großen Katakomben hierher geschafft hat. Lutz, ich weiß nicht, wie lange wir uns persönlich nicht übergesessen haben. Es müssen Monate sein. Wenn du dich auch so freust wie ich mich, dann kann heute eigentlich gar nichts passieren. Nimmst du das Mikrofon noch ein kleines bisschen näher ran? Einfach nur ein Stück. Ja, genau. Perfekt, genau. Das will ich auch gut verstehen. Lutz, das ist heute ein Spiel des FC Carl Zeiss, die, wie Trainer Kunert gesagt hat, mit breiter Brust kommen, aber natürlich auch gewarnt sind. Lichtenberg hat auch nicht jeder damit gerechnet, dass sie bei Chemie Leipzig gewinnen. Jetzt haben sie zuletzt auch in der Liga gewonnen. Was wird das heute hier für ein Spiel? Der Druck liegt bei Carl Zeiss Jena. Sie müssen gewinnen, sie sind Favorit, sie wollen dabei bleiben und gehören zu den Mannschaften, die am Ende um den Aufstieg spielen. Lichtenberg hat den Druck nicht, ne? Sie fahren hierher, für sie ist das ein Höhepunkt. Jede Woche spielen sie nicht gegen Carl Zeiss Jena. Und da muss man erstmal so stark sein, um die zu beherrschen. Und deswegen bin ich mal gespannt, denn bis jetzt waren die Lichtenberger kein Fallobst. Eine Mannschaft, die durchaus den einen oder anderen schon auch in den letzten Jahren hier hatte. Dieses Spiel Jena gegen Lichtenberg gibt es übrigens zum ersten Mal. Denn obwohl die Lichtenberger ja in der letzten Saison schon dabei waren in der Liga, ist diese Partie damals angesetzt gewesen. Etwas später in der Hinrunde und da war dann schon der Abbruch der Saison da, bevor die beiden aufeinander trafen. Also zum allerersten Mal überhaupt gibt es diese Partie hier. FC Carl Zeiss Jena gegen Lichtenberg und da ist Eisele schon wieder mal durch mit seinem breiten Körper. Jetzt die Flanke und es gibt den ersten Eckball und das nach nicht mal einer Minute. Das ist sehr vertikal gespielt. Kurze Körpertäuschung, mal die Pralle gemacht, das sieht gut aus in den ersten Sekunden. Ja, das verlangt ja auch der Trainer, ne? Dass sie also nicht nur quer spielen, sondern vertikal spielen. Und das war jetzt so eine Aktion, die der Eisele sehr gut gelöst hat. Bevor wir gleich mal auf die ersten elf gucken, auf die Starte von beiden Mannschaften, warten wir noch schnell diesen Eckball ab von Maximilian Oesterhelbeck. Ging auf den langen Pfosten, da hat Dennis Lamar gesucht, Ball ist im Aus und wir schauen mal auf die Startelf des FC Carl Zeiss Jena. In der Torwartposition natürlich Tom Müller, der bislang alle Minuten in dieser Saison bestritten hat, der Neuzugang vom HFC. In der Innenverteidigung mit Bastian Schritzel und Dennis Lamar, das ist bekannt. Links René Lange, der es also geschafft hat. Nächster Eckball für Jena, rechts mit Staufer, davor dann Theodor Bergmann, der die Bälle anzieht. Leon Bürger gemeinsam mit ihm im Zentrum, links also Felix Trinkut. Zum ersten Mal in einem Punktspiel für den FC Carl Zeiss. Rechts der Kapitän und vorn dann also Maximilian Wolfram und Fabian Eisele als die Sturmspitze. René Lange, der die Standards mit dem linken Fuß bringt. Also ein bisschen aufpassen da, der kleine Bauschlauch. Hat er zum Glück beim Rückwärtslaufen gesehen. Ja, eher ein Verlegenheitsschuss von Leon Berger. Und dann schauen wir mal auf die ersten elf von Lichtenberg, so wie wir es zumindest auseinandergenommen haben. Mal schauen, wie sich das dann im Spiel so präsentiert. Also mit Niklas Woller, der gebürtige Berliner, der aber auch schon Jena Luft und ein Jena Adress mal an sich hatte. Paul Krüger und Jonas Schmidt in der Innenverteidigung. Schmidt rückt also von der rechten Verteidigerposition in die Mitte. Der Trainer hat es vorhin schon angedeutet, es gibt durchaus den einen oder anderen Verletzten, unter anderem den Kapitän in der Innenverteidigung, David Holwitz, mit Maric, der heute zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommt und Olo, davor dann Moritz Schöps zentral. Ovcharek und Göschi-Schirin davor in der zentrale Offensiv. Links Marius Ibe, rechts Oliver Hofmann und vorn Christian Garbe, der bislang in dieser Saison noch keine Minute verpasst hat. Ja, man sieht natürlich schon in der Startaufstellung, dass der FC Carl Zeiss Jena doch ein paar Spieler hat, die schon auch die dritte Liga genossen haben. Und das müsste ja am Ende, wenn alles normal läuft, auch den Ausschlag geben in der Spielauffassung, in den Dingen, die wichtig sind, dass man auch Chancen sich erarbeitet. Und da haben wir jetzt mit Trinkut natürlich nochmal eine ordentliche Verstärkung geholt.
Und Felix Trinkhut war in den letzten Tagen nicht der Einzige. Auch Moritz Hähne ist noch verpflichtet worden. Der war ja auch 2 Monate vereinslos, nachdem der Vertrag in Zwickau nicht verlängert worden war. Der hatte sich hier in Jena fit gehalten, hat de facto mit der Mannschaft schon seit Wochen trainiert. Jetzt gab es also auch den Vertrag dazu. Oh, da war viel, viel Zeit für diesen Flankenball, ein bisschen überhastet. Kann er weitergehen, ne? Ja. Weiter in den 16er und dann gucken, wo spiele ich den Ball hin. Das war überhastet. Staufer mit dem Einwurf, der US-Amerikaner. Ball flippert da durch den 16er, Jena bald im Ballbesitz. Gut 2500 sind live dabei. 2628 dürften es maximal sein. Da sind dann natürlich alle Dauerkarteninhaber mit dabei. Und da nicht jeder dieses Premierenspiel zwischen Jena und Lichtenberg verfolgen wird, rechnet man im Verein am Ende, wenn man gezählt hat, mit 2500. Gibt es den Freistoß hier? Doch nicht. Nein, er hat es weiterlaufen lassen, wie vorhin auch. Aber um nochmal auf die Zuschauer zu kommen, ich sehe da hinten die Kurve, da haben die Fans ja auch 600 Dauerkarten verkauft oder gekauft und lassen da nur 360, glaube ich, rein. Und die Mehrzahl derer sagt, wenn nicht alle, dann gehen wir nicht in die Kurve. Aber man ist mit dem Verein, glaube ich, in sehr guten Gesprächen und wird dort eine Lösung finden. Schön natürlich trotzdem zu sehen, dass de facto all die Karten, die zum Verkauf standen, im Vorfeld dieses Spiels weggegangen sind. Auch wenn jetzt der SV Lichtenberg 47 nicht erstmal der große Knallername ist. Aber die Serie, die der FC Carl Zeiss hingelegt hat, die beeindruckt natürlich auch die Anhänger hier an den Kernbergen. Nach diesem Stotterstart, 2 Niederlagen, dann das Remis und dann diese 5 Siege in Folge. Und der Klassiker, dass sich dieses Team erstmal finden muss und deswegen es eine Weile gedauert hat? Oder was sind aus deiner Sicht die Gründe? Er hat ja auch hinten mit Dennis Lamar dann jemanden dazugeholt. Seitdem der spielt in der Innenverteidigung, gab es keinen Verlustpunkt mehr. Ist das an so einer einzelnen Personalie festzumachen? Oder ist es durchaus auch etwas, was mit eingespielt hat in der neuen Saison zu tun hat? Ich gehe mal davon aus, dass jedes Team, was diesen Wechsel nach der Saison vollzieht, eine Chance haben muss, sich zu finden. Und wenn dann die Bausteine ineinander greifen und die Qualität dann auch auf dem Platz gezeigt wird, dann hat man so ein Ergebnis. Und deswegen ist es nicht schön, wenn man das erste und zweite Spiel verliert und dann noch gegen sogenannte No-Names. Aber wir müssen auch fair sein und sagen, diese Regionalliga hat ja 3 verschiedene Systeme. Das Profisystem, das Halb- und Halbsystem und dann die Edelamateure, die arbeiten gehen. Deswegen brauchen die auch alle ihren Respekt, weil sie das Beste geben. Und deswegen hat Carl Zeiss und Tobias Werner, denke ich mal, auch vernünftig reagiert und noch nachgelegt, um Schwachstellen dort zu eliminieren. Du bist zu Hause in der Region. Wie erlebst du so im Augenblick, wenn man so mit Leuten spricht vom Verein, dann sagen die, ja, hier ist schon sowas wie eine gewisse, ich will nicht sagen Euphorie, aber durchaus etwas Positives zu spüren, insbesondere nach dem Sieg gegen Babelsberg. Wie erlebst du das? War ja letzte Woche, durfte ich ja im Livestream die 2. Mannschaft gegen Rot-Weiß Erfurt hier mit kommentieren. Und nach dem Spiel habe ich ganz viele getroffen, die seit x Jahren da in das Stadion gehen und die natürlich mit dem Herzen bei dem Verein sind und sagen, Mann, wir haben nicht nur früher tolle Zeiten erlebt, wenn wir jetzt ein neues Stadion kriegen, vielleicht ist das so der Start für eine neue Zukunft. Denn das Stadion, muss ich ehrlich sagen, wenn das fertig ist, ein Schmuckkästchen, wird zusätzlichen Druck ausüben auf die Protagonisten, die da unten auf dem Platz sind. Weil in so einem Stadion und immer 4. Liga, das wird auf Dauer nicht gut gehen. So, der Ballverlust bei den Lichtenbergern. Links haben wir jetzt mal Trinkhut, der durchgeht. Flankenball sollte Eisele erreichen. Bisschen in den Rücken der Viererkette gespielt. War eine gute Idee, aber der Fabian Eisele war zugedeckt. Und oh, dass er den noch nimmt, hätte auch einfach ins Ausgehen lassen können für Jena. Ich glaube,
glaube, Leon Bürger liegt da. Gar nicht so einfach zu erkennen, wenn die Kameras nachziehen bei diesen dünnen Streifen der Rückennummern. Ja. Er wird getroffen, das sieht man. Ne? Ja. Und von Marius Ibe, der Mann mit der 36. Alle Akteure auf dem Feld übrigens noch nicht so weit gelb vorgewarnt, dass sie eine vierte auf dem Tableau stehen haben und mit einer Sperre rechnen müssen. Aber wir sind ja auch erst früh in der Saison. Jena hat ja noch einen Nachholer. Das ausgefallene Heimspiel gegen Energie Cottbus, was dann am 22. September stattfindet. Deshalb Jena derzeit bei 8 Spielen. Das hier heute ist das 9. Ja, das ist keine optimale Situation, wenn ich dran denke, dass zum Beispiel das FC Lok, die haben, glaube ich, 6 Spiele und die anderen 9. Da bist du in so einer Situation, Spiele fallen aus, du bereitest dich vor, die Spieler vom Kopf her, körperlich. Da musst du sagen, nein, war Spaß die Woche und dann fängst du wieder an. Also ich denke, dann, das ist so von der Psyche her die schwierigste Situation. Also wenn ich den Daumen der Physioabteilung gerade gesehen habe, scheint es bei Leon Bürger weiterzugehen. Der 21-Jährige, der gebürtiger weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest einer ist, der in Jena lange gespielt hat, dann in Wolfsburg und Braunschweig war, 3 Jahre bei der Eintracht gespielt hat, auch Zweitliga-Erfahrungen sammeln konnte, wenngleich nur mit Kurzeinsätzen. Aber aufgrund seines Mittelfußbruchs auch komplett mal ein paar Monate draußen war, bis Dezember 2020 gar nicht am Training teilnehmen konnte. Und dann war es ganz schwer für ihn, sich in den Braunschweiger Kader zurückzukämpfen. Das ist einer, der noch jung ist mit 21, der immer noch Potenzial hat, schnell und wendig ist, der die Bälle fordert. Das haben wir in diesen ersten Minuten auch schon gesehen. Ja, was Besseres gibt es eigentlich nicht. Ne? Seine Eltern leben hier. Der Vater hat ihn sicherlich dazu animiert, auch zurückzugehen, einen Schritt zurückzumachen, jede Woche zu spielen, sich zu entwickeln und vielleicht mit Jena aufzusteigen, ist für alle Spieler das Beste. Papa Henning, der 99 Mal sogar erste Bundesliga gespielt hat, da ist der Sohnemann noch ein bisschen entfernt, aber der Aufstieg mit Jena in die Liga 3 wäre, glaube ich, der erste große Erfolg, auch wo er maßgeblich an der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt hat. Richtig. Was kann der für diese Mannschaft trotz seiner 21 Jahre in dieser Saison bedeuten? Naja, er war ja, als ich in Jena noch aktiv war als Präsident und sportlicher Leiter, war er schon in Wolfsburg und hatte eigentlich das Ziel, noch einen Schritt weiter zu sein. Aber immer geht das nicht so, wie man sich das vorstellt. Und alle, der Fußballsport oder der Leistungssport ist kein Wunschdenken. Und deswegen hat es aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Er hat es dann in Braunschweig versucht, hat ein paar Spiele gemacht, ist dann verletzt worden und dann stehst du da und wie geht es dann weiter? Und da sind, um da nicht dran zu zerbrechen, gibt es also Leute, die fallen dann in ein Loch. Und das hat man hier besser gelöst. Da ist also in Jena wieder und nimmt Anlauf. Sein Bruder, der spielt ja in der gleichen Liga in Meuselwitz. Beide Mannschaften haben ja auch schon gespielt in dieser Saison. Da hat Jena in Meuselwitz 3-1 gewonnen. Da ist sein Bruder dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Das Spiel haben wir auch übertragen. Sie haben sich aber nichts getan. Ich habe extra darauf geachtet, weil im Vorfeld schrieb eine Zeitung, ja, mein Bruder, der ist dann dran, aber sie haben sich nichts getan, sind aus dem Weg gegangen und das war sicherlich für den Vater und für die Familie dann noch das Beste. Die Trainer haben ein bisschen mitgeholfen, ne? Also der Bruder Luca ist in der 66. eingewechselt worden und der Leon in der 70. ausgewechselt. So, Spiel nochmal unterbrochen. Ja, weil wieder eine Verletzungsanzeige war. Ich glaube, Dennis Lamar hat da immer noch zu kämpfen. Ja. Genau. Wir haben ja gerade schon darauf hingewiesen, was für eine elementare Rolle er da in der Innenverteidigung einnimmt. Seit dem 4. Spieltag ist er von Beginn an dabei. Er hat zwar jetzt selber noch nicht getroffen, aber seitdem hat Jena nur Siege auf dem Tableau stehen. Haben das immer mal wieder auch
mit einer Dreierkette probiert, wo er dann zentral gestanden hat. Heute ist es zumindest so, wie es der Trainer vorgegeben hat, eine Viererkette mit Striezel in der Mitte. Gut gesehen, schöner Pass in die Tiefe. Hatte Österhelwig ein bisschen Probleme, den zu kontrollieren. Ja, Spiel komplett in der Hälfte des SV Lichtenberg. Und der war dann... Ja, das wird länger so gehen, ne? dass wir verengte Räume haben, dass sie also Ideen haben müssen, wie kommen sie da durch. Und weil ich gerade den Torhüter Wollert sehe, der war auch zu meiner Zeit aus der A-Jugend, hat sich bei mir verabschiedet, Herr Lindemann, ich gehe zurück, gehe nach Berlin. Und das ist ein richtiger Mann geworden, wenn ich mir das so angucke, spielt jedes Spiel. Und ich freue mich, wenn man solche jungen Leute wieder sieht. Sechste Jahr jetzt für ihn schon in Lichtenberg, ging dann direkt vom FC Carl Zeiss, ist ja gebürtiger Berliner. Ja. So, jetzt mal die Chance, gibt den Einwurf für Lichtenberg, da war Maxi Wolfram wohl noch dran. Lichtenberg derzeit mit 2 Siegen, der spektakulärste sicherlich der beim Wochenspieltag bei Chemie Leipzig. Das haben sie gefeiert wie eine Meisterschaft, zu Recht. Ja, man muss natürlich der Ehre halber sagen, dass Chemie Leipzig auch seit einigen Wochen Probleme hat, ihre besten Spieler auf den Platz zu bringen. Die haben also auch eine Verletzungsmisere zu beklagen und der Kader ist dann auch nicht so aufgebläht, dass man 20 Gleichwertige hat. Das ist eben Regionalliga. Und deswegen war das aber für die Lichtenberger ja erstmal der Sieg der Saison. Vor der Länderspielpause dann der erste Heimsieg gegen Rathenow. Ja, da sehen wir, wie wertvoll Drinkhut sein kann mit seiner Schnelligkeit. Gut aufgepasst in der Mitte. Paul Krüger war das, der 20-jährige Innenverteidiger, der da vor dem einschussbereiten Eisele gerade noch so klären konnte. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Lange und Versuch, über die andere Seite ein bisschen mehr Raum zu finden. Diese Bälle scharf in das Mittelfeld zu spielen, man sieht, das ist der Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Und wenn man hier den Ball weiterverarbeiten kann, hat man es ja relativ nah zum Tor. Und solange die natürlich Kraft haben, werden die es unterbinden mit Zweikampfverhalten. Aber wenn das mal nachlässt, dann hast du mit diesen Bällen Tempovorteile und bist schnell in dem Bereich, wo du Tore erzielen kannst. Sofort mit einem Pass, wenn er so präzise kommt, 3-4 gegnerische Spieler überspielt. Ja, und jetzt die Standards, die sind natürlich auch wichtig. Und da ist es fast. Maximilian Wolfram fliegt da artistisch hinein. 3 Tore hat er bereits erzielt. Ja, für ihn gilt das Gleiche. Er hat unter meiner Zeit mit Volkan Uluc das erste Spiel gemacht mit 18. Hat sich dann weiterentwickelt und hat es versucht in Ingolstadt. Ja. Hat es nicht ganz gereicht, dann wurde er ausgeliehen nach Zwickau, da war er dann verletzt. Und jetzt hat er die Kurve gekriegt und er beginnt neu. So, geht bei Slamar nicht weiter. Ja. Das ist sehr, sehr bitter für die Innenverteidigung. Und dann gibt es die nächste Premiere für Morisene. Der hat es angedeutet, bis zum Sommer in Zwickau unter Vertrag stand und in den letzten Wochen in Jena schon komplett mittrainiert hat, sich angeboten hat. Und da wollen wir hoffen, dass das für den Slammer nicht so schlimm ist, dass er hier wochenlang ausfällt. Sondern eine Zerrung aus, ne? Könnte sein, eine Zerrung. Dauert vielleicht auch 2 Wochen, aber vorsichtshalber vielleicht auch ausgewechselt. Schöner No-Look-Pass von Maxi Wolfram. Und dann probiert das mal direkt. Leon Bürger, erste gute Torchance
für ihn nach 19 Minuten mal nicht nur Bälle weiterverteilt, sondern direkt draufgehalten. Einen Treffer hat er ja schon auf seinem Tableau stehen. Tolle Aktion und Wollert muss daran. Ja, man sieht, dass er die Fähigkeit hat, auch aus der Entfernung zu schießen. Schusstechnisch war das sehr, sehr gut. Man sieht es viel zu selten. Ne? Dass also ab dem 18 Meter, 20 Meter sich die Leute das zutrauen. Wieder René Lange mit dem linken Fuß. Da war viel Überraschung dabei im Gesicht von Maxi Wolfram gerade. War der Schuss davor noch von Leon Bürger. Nochmal aus der Perspektive dieser kleinen Chipkamera, die da hinten im Tor hängt. Ja, für Wollert natürlich heute ein großartiges Spiel. Ja. Der wird einiges zu tun bekommen an alter Wirkungsstätte. Trifft vielleicht den einen oder anderen, den er noch von damals kennt. Der FC Carl Zeiss, das ist nicht nur der Tabellenkonstellation geschuldet und den 5 Siegen hintereinander, sondern natürlich auch den ersten 20 Minuten, die wir sehen. Hier der klare Favorit. Lutz hat es angedeutet, geduldig weiterspielen, immer wieder den Gegner zum Laufen zwingen, überraschen mit den vertikalen Pässen, Ballsicherheit. Die individuellen Fähigkeiten. Genau solche Bälle sind es. Fantastisch. Da passte kaum noch was zwischen die Bahn des Balles und die gegnerischen Füße. Guter Talk da auf der linken Seite mit Rinkhut, mit Lange, mit Maxi Wolfram. So, das sollte ihm gleich mal Mut geben. Guter Einstand von Maurice Hähne, wie er das hier sehr souverän gelöst hat. Der gebürtige Thüringer aus Pößneck. Hier haben wir ihn am Ball, 24 inzwischen. Und nachdem er in Pößneck das Kicken gelernt hat, ging es dann nach Jena 2006 bis 2013. Hat er hier an den Kernbergen gespielt in der Jugend. Dann 3 Jahre in der Jugend noch in Bremen, bevor er dann in der zweiten Mannschaft dort gespielt hat, wie auch bei Hannover 96. Hat also auch ein paar Mal schon dritte Liga schnuppern können. Und das war ein fantastischer Schuss. Und das 1-0 für den FC Carl Zeiss aus 20 Metern. Was für ein Strahl. Österhelbig war es, glaube ich. Ja, deswegen habe ich es ja vorher gesagt. Die Möglichkeiten außerhalb des 16ers. Und hier steht der zentral, gibt es nur eins. Und das sind Tore, die die Zuschauer auch sehen wollen. Unhaltbar. Ein super Tor. Ja. Torvorlage von Leon Bürger mit dem Assist, also der, der es vor nach der Distanz probiert hat. Und der Captain, der netzt ein. Zweites Saisontor für Maximilian Österhelbig, der inzwischen 31-Jährige, der mal zentral aufgetaucht ist, abzieht und Wollert keine Chance lässt. Und Jena schiebt nach. Was macht das mit dem Spiel, dieser Treffer? Ja, ich glaube noch nicht so sehr viel. Ne? Also wenn ich hier 1-0 zurückliege in Jena, dann habe ich noch lange nicht die Aufgabe, alles über Bord zu werfen, dass ich jetzt offensiver werde, dass ich jetzt versuche, unbedingt den Ausgleich zu machen. Das ist nicht, glaube ich, die Intention, sondern dass sie taktisch weiterspielen müssen und versuchen, jetzt nicht das zweite Tor zu kriegen.
Wenn das natürlich wäre, dann könnte man heute wieder mit vielen Toren rechnen. Kommt darauf an, wie weit sie das rausziehen. Jena gegen Lichtenberg, ja, das einzige Spiel heute in der Regionalliga Nordost. Gestern gab es ja schon Rathenow gegen Hertha 2-2 und der Kantersieg von Altenike mit 6-0 gegen Eilenburg. Morgen dann weitere Spiele in dieser Liga, die sie natürlich wie auch die Ergebnisse und Tabellenkonstellationen der ersten und zweiten Bundesliga, der dritten Liga jederzeit komplett live mitverfolgen können in den Live-Tickern in der Sport im Osten App, natürlich auch auf dem Second Screen auf ihrem Laptop oder Desktop, dort auf der Website. Und wenn wir da mal im Augenblick reinschauen, dann sieht man, dass natürlich die 3 Punkte plus bei Jena sie jetzt auch bei 9 Spielen stehen lassen. Ein Nachholspiel hatten wir ja angedeutet. 17 Punkte, das ist nach ganz vorn zum BFC mit seinen 24 natürlich noch ein weiter Weg. Aber Lutz, in dieser ja noch immer frühen Phase der Saison, was hältst du von diesem Abstand von jetzt 7 Punkten? Ich glaube, das hat jetzt nichts zu sagen. Ja, man hat also noch einen Nachholer, dann ist man bei 20. Und für mich kommt es dann darauf an, in den direkten Duellen, wie verkaufe ich mir dort. Dann komme ich nämlich richtig näher. Und man muss mit dem BFC rechnen, Altklinike, das sind die Mannschaften, Energie Cottbus, die zähle ich dazu. Bei Lok weiß ich nicht, wie es dann weitergeht, aber wir haben 4, 5 Mannschaften, die werden noch ein paar Monate, ich hoffe, dass es so weitergeht, ein paar Monate um diese Spitze kämpfen. Gegen Altklinike gab es ja das bittere 1-2, das erste Heimspiel, ganz am Anfang der Saison, Ende Juli noch. BFC wartet dann am 17. Oktober. Bis dahin noch 2 richtige Knallerspiele. Hier zu Hause auch gegen Cottbus, gegen Chemie Leipzig. Also von den Namen und der Attraktivität der Teams. Tolle Spiele, die hier auf die Zuschauer und die Mannschaft unter Kunert natürlich warten. Den Stoff noch, ja. Ja, aber das sind die Bälle, die kosten dann auch Kraft für die Abwehrspieler, diese Sprints zu machen, weil Stauffer ist ja ein schneller Spieler, der dort Möglichkeiten hat, immer wieder über die Seite zu gehen. Und wenn man da hinterher muss. Jetzt muss er mal hinterher. Ja, jetzt muss er hinterher. Gelöst. Sehr gut. Trinkhut ganz außen, relativ frei. Ja, Pfiff nach der Aktion von Theodor Bergmann, der eher den defensiven Part im Mittelfeld gegenüber Leon Bürger übernimmt. Theo Bergmann, ja auch so einer, der den Schritt zurückgemacht hat, weil es in Lautern nicht weiterging. Jetzt das 2. Jahr hier in Jena. Fußballverrückte Familie. Sein Bruder hat ja auch mal in der Regionalliga gespielt, in Nordhausen. War dann nach Amerika gegangen, hat dort im College gespielt, sogar College-Meister der USA geworden. Inzwischen seine Karriere beendet. Ja, und Theo ist ja Erfurter, hat ja für Rot-Weiß gespielt und die Fachleute sagen, er hätte sein Können stabilisieren können. Er ist nicht immer Stammspieler gewesen. Ne? Ich hoffe, dass er jetzt so die Phase erreicht hat, wo der Trainer nicht mehr ohne ihn kann. Und nur so wirst du ja auch besser, wenn du dieses Selbstvertrauen hast. Und da hoffen die drauf, weil er ein guter Fußballer ist. Auch einer mit einem guten Fuß für Standards hat er. Einige tolle Tore, auch damals für Erfurt, schon erzielt. Gut durchgesetzt. Die Innenverteidigung bei den Berlinern mit Paul Krüger und Jonas Schmitz. Einmal hat ihr Keeper hinter sich greifen müssen nach diesem tollen
ja, 20-Meter-Schuss von Österreich, den er perfekt mit dem Spann erwischt. Zentrale Position. Und dann schlägt der Ball vom Schützen aus gesehen knapp neben dem linken Pfosten im Tor ein. Heisele mal ein bisschen tief, holt sich den Ball. Schön heruntergepflückt von Drinkut. Sehr gut gesehen. Nochmal quer, na warum schießt er denn nicht? Danny Lange. Es war gut gedacht, aber in der Phase oder in dieser Situation mal selber eine Aktion zu Ende zu bringen, wäre vielleicht besser gewesen. Gerade noch gestoppt vom Mann mit der 15, Oliver Maric. Trainer Uwe Lehmann hat es im Vorfeld der Partie ja schon auch am Mikrofon bei Christian Müller angedeutet. Verletzungssorgen sind da. Maric heute zum ersten Mal von Beginn an, nachdem er bislang maximal 27 Minuten gespielt hat in dieser Saison. Und die nächste Ecke folgt. Diesmal war es Christian Garbe, der eigentlich der ganz vorn steht. Der offensive Mann im Mittelfeld, Mittelstürmer. Viele, na sagen wir mal einige der Akteure bei Union Berlin in der Jugend. Gut ausgebildet. Und dann gibt es natürlich in der Berliner Region unzählige Vereine, wo man auf Regionalliga-Niveau oder dann auch in der fünften Liga wirklich guten Fußball spielt. Ist das ein Standortvorteil für die Berliner Vereine? Gibt es deswegen auch so viele, die da oben in der Regionalliga mitspielen? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass dieses Vorbild von Union und von Hertha BSC, dass das greift. Du hast ja mittlerweile jetzt mit Viktoria den nächsten Verein, der da mehr will. Und darüber hinaus gibt es in Berlin, gerade wenn ich an Hertha 03 Zehlendorf denke, wenn ich an Tennis Borussia denke, die haben alle gute Nachwuchsmannschaften, die haben gute Bedingungen, Rasenplätze, Kunstrasenplätze. Und aufgrund der Masse der Leute, die nicht jeder kann in der Bundesliga spielen, die sich dort vorstellen, kommt immer Qualität raus. Und das wird sich dann bis in die Regionalliga hinein auch so weiterentwickeln. Ich finde es klasse, dass die Jena immer wieder auch diesen One-Touch probieren, auch wenn nicht jeder dieser Pässe ankommt. Es sind Aktionen, die den Gegner verwirren. Solange nach hinten das Ganze abgesichert ist, kann man das durchaus mal probieren. Ja, das müssen sie sich auch zutrauen, wenn sie den nächsten Schritt gehen wollen. Man muss ja auch daran denken, sollten wir aufsteigen, also wir, meine ich, Carl Zeiss Jena, dann kommt wieder eine neue Qualität auf die Mannschaft zu. Und wenn du da fußballerisch schon sich weiterentwickelt hast, wirst du personell trotzdem noch mal die eine oder andere Investitionen tätigen müssen. Wie wichtig war die Verpflichtung von Tobi Werner, der ja nun ein gestandener Bundesliga-Profi war und dann den Schritt auch mit der Familie komplett wieder nach Jena gemacht hat? Jetzt ist er einige Monate da. Wie empfindest du das? Na, ich glaube, das ist der richtige Schritt. Du hast also seine Karriere verfolgt. Er war lange in Augsburg, er war ein paar Mal ausgeliehen, hat aber nachgewiesen, dass er, als er damals weg ist, die Bundesliga erreicht hat. So gesehen ist er schon ein Vorbild. Darüber hinaus ihn dann auszustatten mit einem 4-Jahres-Vertrag, ist ja nicht alltäglich. Also geht man diesen Weg, dass man sich konsolidiert, dass man nicht jedes Jahr etwas Neues macht. Und er muss nachweisen, dass er die Mannschaft besser macht, dass er ein gutes Händchen hat. Denke ich mal, ist bisher gelungen für diese Saison. Er muss auch die Trainerfrage im Team natürlich auch beurteilen. Und deswegen wird es interessant sein, wie das in den nächsten Monaten hier weitergeht. Anspruch, Wirklichkeit. Im Moment ist es so, dass Jena, glaube ich, intern sagt, wir sind im Soll. Hätten gerne 3 Punkte mehr, aber im Moment ist das. Und deswegen, denke ich mal, ist diese Personalie richtig gewesen. Er lebt in Jena und bringt sich da 100% ein. Schöner Chippass, der einen halben Meter zu lang war. Ansonsten sah das fantastisch aus. So, jetzt mal die Berliner. Das war der Mann, der heute seine Premiere feiert im Team in dieser Saison. Oliver Maric mit der 15, gleich mit dem Unforced Error direkt in den Fuß des Gegners.
So, Staufer startet, überläuft. Bastian Striezel, der aus dem Leipziger Raum kommt, Markranstädt geboren, bei Sachsen Leipzig und RB Leipzig in der Jugend gespielt. Hier haben wir ihn mit der 5, 23 inzwischen, war dann auch in Gladbach. Naja, mit solchen Spielern kommst du auch weiter. Ne? Die sind alle in dem Alter, um noch was zu wollen. Es ist also nicht so, dass die mit 28, 29 herkommen und wollen in Jena vielleicht noch mal eine Sternwarte erklimmen oder durch die Kernberge gehen und gucken, wie weit man dort schauen kann mit einem Zeiss Präzisionsfernrohr. Das heißt, ihr habt alles untergebracht? Ich habe jetzt alles so weit untergebracht. Das hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen. Aber Spaß beiseite, das sind junge Leute im besten Fußballalter und die können gemeinsam was erreichen. Was ja nochmal unterstreicht, was du erwähnt hast mit dem, was Tobias Werner in den letzten Monaten hier an Arbeit geleistet hat. Gemeinsam natürlich mit Dirk Kuhnert, mit René Klingbeil, Munir Racuni. Das Trainerteam. Ja, man. Annahmefehler da bei Bürger. Bergmann setzt nach, holt die Kugel zurück und macht es sofort wieder gefährlich mit dem Vertikalpass. Ja, noch stehen sie trotzdem gut. Ne? Mhm. Die Roten stehen, versuchen auch noch mal auszuschwärmen. Es ist noch nicht zu erkennen, dass sie auch nachlassen. Also von der Taktik her, von dem, was sie können, versuchen sie das Optimale zu erreichen. Jetzt natürlich der Ballverlust. Ja, gibt ja, den Pfiff. Ja. Nach diesem Festhalten und entsprechend die gelbe Karte für den Mann mit 21, Jonas Schmidt. Zweite gelbe für den gebürtigen Wittenberger Jugend in Magdeburg. Und du hattest angedeutet bei der Hertha. Und dann einige Regionalliga-Vereine schon gesehen mit Fürstenwalde, mit Babelsberg, mit Luckenwalde. Jetzt seit 2 Jahren in Lichtenberg. Jena machen das bisher sehr seriös. Abseits. Von Lange her. Übrigens auch am spielfreien Wochenende hat man im Thüringen-Pokal eine Neuauflage des Finals von 2020 vor sich gehabt. Die Aufgabe hieß Martin Roder, 4-1 gewonnen. Der Kunert hat es eine seriöse Vorstellung genannt. Achtelfinale inzwischen auch ausgelost. Jena wird im Achtelfinale am 9. oder 10. Oktober gegen den VfL Meiningen 04 antreten. Natürlich insbesondere auch in dieser Regionalliga, die hat die einzige Chance, den Weg ins Hauptfeld des DFB-Pokals zu schaffen. Heißt dieser Landespokal durchaus eine sehr ernst genommene Sache. Da haben wir den Trainer der Berliner, Uwe Lehmann, der als Spieler unter anderem in Werder Hertha, in Rathenow beim BFC unterwegs war. Von 2006 bis 2013 dann als Spieler in Lichtenberg und direkt nach dem Ende der aktiven Karriere 2013 hat er den Trainerjob übernommen. Muss man sich mal vorstellen, heute sein 237. Spiel, Pflichtspiel für Lichtenberg. Seit 2013 Trainer. Lutz, du hast solche Statistiken manchmal parat. Gibt es noch einen, der so lange bei einem Team war, jetzt schon in der 8. Saison? Ich würde es mal andersrum beleuchten, das wäre vielleicht einfacher. Entweder verdient er so viel Geld in dieser Liga, dass er jedes Jahr neu hier unterschreibt. Oder aber sie sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Und ich glaube, das Zweite wird dem eher wahrscheinlich werden, dass man zufrieden ist, dass man weiß, wo man herkommt und was man erreichen kann. Und da ist Kontinuität, ja, wenn es dann nicht selbst weg wird, immer eine gute Geschichte. Und deswegen hat man selten, 8 Jahre hätte ich jetzt nicht gedacht, aber offensichtlich sind sie auf einem guten Weg. Sie sind Amateure und verkaufen sich bis jetzt hier, glaube ich, sehr ordentlich.
und stehen, stand jetzt knapp zwar, aber stehen über dem Strich. Derzeit 2 Siege, eben den schon erwähnten bei Chemie Leipzig. Und dann am vergangenen, nicht vergangenen Wochenende, aber am vergangenen Spieltag, als man den ersten Heimsieg einfahren konnte gegen Rathenow mit 2:0 gewann. Auch die Berliner haben in ihrem Pokal gespielt. Da allerdings kam in der zweiten Runde schon das Aus. Gegen den Oberligisten Mariendorf verlor man 1:2. Das war am 6. September, also am Montag. Und 3 Tage vorher hatte man dann, erzähle ich gleich zu Ende, warten wir erst nochmal den Angriff ab. Staufer. Ja, die Flanken kommen gut, sind noch nicht präzise genug. Schritt zu spät. Sehr schnell gespürt. Ja, ist aber sehr, sehr, sehr guten Heilungsprozess, würde ich das jetzt so nennen. Es ist sofort wieder aufgestanden, es ist alles gut. 3 Rollen muss man vielleicht nicht machen, eine würde reichen. Aber das ist heutzutage auch so ein bisschen der Trend, dass man sehr, sehr viel dann noch hinzufügt. Was nicht so, aber das hat man auch in der höchsten Liga. So, den wollte Staufer zurückköpfen, damit Tom Müller mal was zu tun bekommt. Kam da nicht mehr ran, der war ein bisschen zu scharf. Deswegen gibt es jetzt also den Eckball für Lichtenberg. Und um den Gedanken von vorhin noch kurz zu Ende zu führen, am 3.9., also am Freitag vor einer Woche, gab es ein Testspiel gegen Union, 2:0 verloren. Gibt da durchaus enge Bande, Fanfreundschaften zwischen Lichtenberg und dem Bundesligisten, für beide Teams eine sehr willkommene Abwechslung. Also jetzt der Eckball, Standards. Müller entscheidet sich für die Fäuste. Das hat wehgetan. Oh, war das der Hals? Gesicht oder Hals? Das hat wehgetan. Entfernung 2-3 Meter. So, 3,5 Minuten noch auf der Uhr. Lutz verabschiedet sich schon mal zwei Etagen tiefer ins Studio zu Tom. Dann gleich in der ausführlichen Halbzeitanalyse mit Tom Scheunemann freuen wir uns drauf, die Aktionen dieser ersten Halbzeit noch mal detailliert zu analysieren. Hoffen jetzt, dass es bei Maxi Wolfram weitergeht. Das sieht gut aus. Aber der Ball kam intensiv, kam scharf und traf ihn frontal. Und da bleibt natürlich gern nochmal die Luft weg. Schauen wir hier nochmal, der Ball von Schöps. Ja, schwer zu sehen. Ging ein bisschen zu schnell. Die Minute Unterbrechung gab ja 1-2. Wird es dann sicherlich noch oben drauf geben. 2, vielleicht auch 3 Minuten Nachspielzeit, die Patrick Kluge hier draufpacken wird in diese erste Halbzeit, die der FCK Zeiss bislang, um mal mit den Worten von Dirk Kuhner zu sprechen, bezogen auf das Pokalspiel letztens, sehr seriös angegangen ist. Chancen erarbeitet. Bis zum 16er sieht das sehr gut aus. Da wird kombiniert, da wird viel gelaufen, Positionen werden gut besetzt, die vertikalen Pässe kommen fast immer an. Defensiv hat Tom Müller bislang überhaupt nichts zu tun bekommen, außer dass er diesen einen Kopfball, die Rückgabe von Lukas Reinstaufer, nicht aufnehmen konnte. Und dann bei diesem Eckball mal die Fäuste eingesetzt hat. Aber eine wirkliche Torabschlussaktion der Gäste aus Berlin, die haben wir bislang noch nicht gesehen.
Der Ex-Jena auf der anderen Seite, Niklas Wollert, hat einmal hinter sich greifen müssen. Niklas Wollert, der heute wieder die Kapitänsbinde trägt, wie übrigens ja auch damals beim Sieg in Leipzig gegen Chemie. War lebend. David Hollwitz mit einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung steht. Da ist er wieder, Stauffer, der US-Amerikaner. Läuft sich fest, gibt er noch einen Wurf. Stauffer inzwischen 26 aus Owensboro in Kentucky. Und der Ball ist daneben, das gibt's doch nicht. Riesenchance für Maximilian Wolfram, der da etwas überraschend mit dem Kopf drankommt, nachdem Drinkhut da weggeblockt wird. Und Wollert schaut dann nur noch hinterher. Dicke Chance für den FCK Zeiss, hier kurz vor der Pause nochmal mit 2-0 in Führung zu gehen. Kopfball von Lange nicht ganz geglückt. Der sollte sicherlich woanders hingehen, aber der touchierte auch eher das Haupthaar, stattdessen sollte es eigentlich die Stirn sein. So, Ball drin im 16er, aber schlechte Ballannahme davon bei Christian Garbe, der immer noch auf sein erstes Saisontor wartet, der 28-Jährige, der heute hier als Mittelstürmer aufgeboten worden ist. Theo Bergmann, das Spiel vor sich, Bürger immer zentral, wartend auf diesen direkten vertikalen Pass, mit dem die beiden immer wieder gleich mal 20, manchmal auch 30 Meter überbrücken. Wieder so einer, brillant gemacht, gefällt mir richtig gut, was Theo Bergmann da mit diesen Pässen anrichtet. Bürger. Lauter Ruf zu Theo. Zurückgeholt. Wolfram, ja, hätte vielleicht dann noch mal direkt machen können. Maximilian Wolfram, der die ersten beiden Spieltage verpasst hatte mit einer Schambeinreizung. Seitdem allerdings dabei ist, fünfmal von Beginn an gespielt hat. Und Kevin Ovčarek da mit der 17 rettet da. Nächste Ecke, Nachspielzeit läuft. Kurze Verwirrung. So, Österhelwig könnte den, nee, doch nicht von der Strafraumgrenze ziehen. Auf der Linie gerettet und der Schiedsrichterassistent da oben sagt, weiterspielen. Johnny Schiefer sagt, Ball war nicht hinter der Linie. Der allerdings ist im Tor aus. Patrick Kluge schaut auf die Uhr, pfeift diese erste Halbzeit ab. Hier nochmal Unsicherheit bei Niklas Wonnert, dem Ex-Jena, gerettet auf der Linie. Mit dem Ergebnis kann er zufrieden sein. Der Kunert sicherlich ein, zwei Tore mehr würden mehr Ruhe ins Spiel bringen. Er hat einmal getroffen und das nach 22 Minuten. Maximilian Österhelwig, der Kapitän des FC Carl Zeiss, hat seiner Mannschaft hier einen eingeschenkt. Uwe Lehmann macht nicht den Eindruck, dass er sehr unzufrieden ist. Muss er auch nicht. Nur ein Tor hinten. Das war's mit Hälfte 1. Weiter geht's gleich mit Tom und mit Lutz Lindemann. Ja, vielen Dank, Thorsten. Auf der Baustelle Ernst-Abel-Sportfeld steht es also 1:0. Noch, muss man ja sagen, anhand dieser vielen Chancen. Das Stadion soll übrigens im Juni 2023 dann fertig sein. Hat dann 50 Millionen Euro gekostet. Und 15.100 Fans passen dann rein. Es wäre dann also zweitligatauglich. Das große Thema der Woche in der Regionalliga ist aber ein ganz anderes, ein dramatisches. So wie hier in Chemnitz sah es auch bei anderen Mannschaften aus. Die Woche kaum Spieler beim Training. Der große Rest sitzt zu Hause in Quarantäne, entweder wegen einer Coronavirus-Infektion oder als direkte Kontaktperson. Auch in Auerbach ist die Hälfte der Mannschaft betroffen.
Tja, wie soll das erst im Herbst, Winter aussehen? Wir fragen uns das und sicherlich Sie auch. Wer gedacht hatte, dass mit dem Corona-Impfstoff mit Vernunft und vor allen Dingen mit Disziplin die Saison in der Regionalliga Nordost ohne Probleme durchgezogen werden könne, der wird derzeit also bitter enttäuscht. 13 Spiele fielen bereits schon aus, 4 allein an diesem Spieltag. Es gibt aber auch andere Leidtragende, bei denen der Stau an Nachholspielen immer größer wird. Das sehen wir jetzt hier im unteren Teil der Tabelle. Lok Leipzig zum Beispiel ist schon 4 Partien in Rückstand. Und wir haben gerade ja mal den 10. Spieltag. Also in der unteren Hälfte sind die Unterschiede natürlich viel deutlicher zu sehen. Vieles hängt auch im Fußball ja an der Impfbereitschaft. Unter den Spielern der Regionalliga gibt es wie überall auch Impfskeptiker. Und die Impfquote, die ist deshalb eben nicht so hoch. Was da noch alles lauert, weiß natürlich keiner. Gestern kam ja schon die nächste Absage, Lok gegen Energie Cottbus. Alexander Köpper hat die Fakten und die Aussichten. Gestern Morgen Interviewtermin mit NOFV-Präsident Hermann Winkler. Der Verband sensibilisiert, aber vorerst unbesorgt. Das ist nicht optimal, aber ich stimme nicht mit ein in den Chor der Panikmacher. Wir haben wirklich alles im Griff. Ich ziehe den Hut vor unseren Spielansetzern, Wilfried Riemer für die Regionalliga. Und nach jetziger Planung haben wir bis Anfang November, bis 3. November, alle Spiele, auch Nachholspiele im Sack. Diese Prognose schon heute hinfällig. Die Cottbusser Quarantäne, der Tiefpunkt einer traurigen Regionalliga-Woche. 2 mitteldeutsche Teams sind bereits in Quarantäne, unter anderem der VfB Auerbach. Nach dem Spiel gegen Tasmania Berlin wurden 10 Spieler als Kontaktperson eingestuft. Alle befinden sich in Isolation. Pikant: 18 Spieler standen im Kader, 10 davon waren weder geimpft noch genesen. Eine Impfquote von nicht mal 45%. Da können wir uns nicht loben, das muss ich ganz einfach an dieser Stelle mal so sagen. Da ist Selbstkritik gefragt und wir müssen einfach unsere Aktivitäten zu dem Thema verstärken. Das machen wir auch, das werden wir auch jetzt noch mal tun und werden das zum Anlass nehmen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Wir glauben, dass wir in eine gewisse Normalität nur dann wieder kommen können, wenn uns da Fortschritte gelungen sind. Zweiter Härtefall, Chemnitz. Der CFC hat derzeit 6 Profis auf dem Platz. Sie schließen sich der U19 an, um überhaupt trainieren zu können. 13 Spieler sind in Quarantäne, 11 davon mit Corona infiziert, darunter 4 Geimpfte. Der Verein hatte im Sommer allen Spielern ein Impfangebot gemacht. Coach Berlinski unzufrieden mit der Resonanz. Ja, also in der Tat schon. Wenn man so lange auf den Restart wartet, hätte ich mir schon gewünscht, dass der ein oder andere Spieler sich hätte mehr impfen lassen, als es im Endeffekt der Fall war. Aber es gibt Impfkritiker, es gibt Leute, denen es egal ist. Da hat jeder so seine eigene Meinung zu. Heute soll die Quarantäne enden, zumindest für alle symptomfreien Spieler. Wann wieder trainiert wird, noch unklar. Wir werden gleich zu Anfang der Woche kardiologische Untersuchung, Belastungs-EKG-Untersuchung machen, um zumindest den Teil so gut es geht abzudecken und warten dann auf die Urteile dann auch der entsprechenden Ärzte. Eine Absage des Cottbus-Spiels kommende Woche käme dem CFC entgegen. Wir trainieren gerade mit 4 Spielern plus 2 Verletzten. Es kommen 2 Spieler aus der Quarantäne zurück, die nicht infiziert waren. Alle anderen waren infiziert. Da muss man abwarten, inwieweit diese Spieler nach der Infektion dann auch trainingsfähig sind, belastbar sind. Hauptleidtragender, Lok Leipzig, schon wieder von einer Absage betroffen. Seit 2 Wochen hat Lok in der Regionalliga schon nicht mehr gespielt, mit Ausnahme des Pokals, immer nur Training. Für uns ist es sehr, sehr bitter, muss man einfach so sagen. Wir haben 6 Spiele Mitte September. Das ist eindeutig zu wenig. Es ist immer ein anderer Zyklus, es ist eine andere Spielvorbereitung. Man bereitet sich ja vor, macht Pläne und dann muss man das alles umwerfen. Und wir nehmen das so, wie das ist. Natürlich ist daher auch das Impfen Thema bei Lok. Mike Zalewski hatte sich bereits im April mit Corona infiziert. Erst nach einem Monat konnte er wieder mit leichtem Lauftraining beginnen. Bis Oktober gilt er als genesen. Wie machen Sie danach weiter? Auf jeden Fall werde ich mich impfen lassen. Also vorher hat man darüber jetzt nicht groß diskutiert, ob man es machen sollte oder ob man es macht. Aber ich denke, die Krankheit an sich, was man da für Symptome hatte, haben mich da auf jeden Fall umdenken lassen. Beim NOFV positionierte sich zuletzt Spielleiter Wilfried Riemer. Wir können die Vereine nicht zwingen, die Spieler impfen zu lassen. Wir werden aber eine Handlungsempfehlung an die Vereine schicken, mit der dringenden Empfehlung zu impfen. Jeder sieht ja, welchen Schaden er anrichtet. Vom Präsidenten gestern zurückhaltendere Töne.
Druck ist hier der falsche Weg, Impfen ist Privatsache. Und in zweiter Instanz müssen es die Vereine für ihre Spieler entscheiden, denn deren Job ist es auch, in der Regionalliga zu spielen. Und wir als Verband begleiten das gerne, ordnen es aber nicht an. Nach zwei Regionalliga-Abbrüchen startet auch diese Saison chaotisch. Erklärtes Ziel des Verbands, erstmal mindestens eine Halbserie spielen. Tja, Mike Zalewski, vielleicht ein Vorbild für andere Spieler. Lutz Lindemann ist im Studio. Ja. Bei einer Impfquote, wie gehört gerade, von 45%, das ist doch Quarantäne auf Ansage. Ne? Also wenn man jetzt nicht die Bremse findet, dann riecht das doch nach dem nächsten Saisonabbruch. Ja, also so denke ich eigentlich auch, nur die Spieler sind ja freie Menschen. Es ist ja jeder frei. Nur wenn ich irgendwo einen Vertrag unterschreibe, ich bin bei einem Verein unter Vertrag, der mich bezahlt, da muss ich mich auch ein bisschen an irgendwelche Regeln halten und kann nicht sagen, ja, ich mache meine Sache für mich alleine. Am Ende sind die Vereine die Institutionen, die sich verschulden, weil sie keine Einnahmen haben, weil sie irgendwelche Dinge machen müssen, die mit dem normalen Regelfall nichts zu tun haben. Und da kann nicht jeder in einer Blase, wo der Fußball dann auch ist, für sich selbst so die besten Dinge. Hier will ich einen Vertrag, einen guten, wenn es geht, aber ich will nichts dafür tun. Und deswegen, ich kenne ganz viele Menschen, die sind geimpft, denen geht's gut und die können ihren Sport machen. Und deswegen kann man nur den Hinweis geben, jeder ist frei, aber... Ja, schwierige Frage natürlich. Außerhalb des Fußballs, wissen wir seit gestern, gibt es neue Regeln in Deutschland, dass also die Mitarbeiter in Kitas, in Heimen, in Schulen, die dort arbeiten, dem Arbeitgeber Auskunft geben müssen über ihren Impfstatus. Ja, und dann wird sozusagen eingesetzt danach. Ist das etwas, was im Fußball auch gehen würde, sozusagen eine 2G-Regel, dass also Geimpfte und Genesene zum Training, zum Spielen nur auflaufen dürfen? Ja, warum denn nicht, wenn es ihr Beruf ist? Warum denn nicht? Ganz ohne Regeln können wir in dieser Gesellschaft ja auch nicht bestehen. Wir haben einen Föderalismus. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber am Ende leiden doch diejenigen drunter, auch die Zuschauer, die Leute, die sich dafür interessieren, die Sponsoren, all die auch mit Geld dabei sind. Und die Spieler sagen, wir nicht. Das ist jetzt für mich auch ganz schwer, den Schlüssel zu finden. Ja, man hat ja gesehen, Hermann Winkler, die Leute, die in Berlin die Ansetzung machen, das ist schwierig. Ja, die Konsequenz wäre dann der Saisonabbruch. Damit hat man gar nichts gewonnen. Hat man gar nichts, ne? Ja. Danke erstmal, Lutz, bis hierhin. Dann wechseln wir erstmal die Liga und machen uns ein bisschen locker für das Topspiel in der Bundesliga. Aus Tabellensicht ist es ja eigentlich gar keins. Der Tabellenzehnte hat den dritten zu Gast. RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Stefan Schönau ist für uns gut 3,5 Stunden jetzt, bevor es losgeht, am Hotel der Bayern in Leipzig. Stefan, haben sich die Spieler oder der Trainer schon sehen lassen vor der Abfahrt ins Stadion? Also bislang noch nicht. Vielleicht hat man gesehen, dass die Polizei gerade hinter uns gefahren ist. Liegt schon daran, dass eine Menge los ist, eine Menge Zuschauer hier, eine Menge Fans hier vom FC Bayern München. Spieler haben sich noch nicht blicken lassen. Sind gestern gekommen, hier 18.30 Uhr eingecheckt in dieses 4-Sterne-Hotel mitten in der Innenstadt von Leipzig und bislang noch keiner draußen gewesen. Das wäre unserem Experten Guido Schäfer nicht passiert als Profi, schätze ich mal. Guido, der hätte wahrscheinlich die Chance genutzt, abends noch mal mit einem angeklebten Bart wahrscheinlich rauszugehen, oder? Na, ich wäre auch ohne Bart rausgegangen. Ich meine, das ist ja hier alles fußläufig, Barfußgasse, wunderbar. Aber die müssen ja auch momentan in dieser Bubble leben, pandemiebedingt. Und ich hatte eigentlich mit Sabitzer einen Deal, dass er mal aus dem Fenster winkt. Aber ja, er hat sich also auch von mir losgelöst und abgenabelt, der gute Sabi. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Marcel Sabitzer aktiv dabei sein möchte, um sich gut einzubringen beim FC Bayern München und deswegen in der Küche steht und für Franz Beckenbauer einen Geburtstagskuchen backt. Der wird nämlich heute 76 Jahre. Viele Grüße hier aus Sachsen. Aber was muss jetzt zum Beispiel Jesse Marsch machen, um Franz Beckenbauer den Geburtstag so ein bisschen zu vermiesen? Na, also ich glaube, Beckenbauer wäre auch zufrieden, wenn RB heute einen Unentschieden holt, vielleicht sogar gewinnt, weil Beckenbauer ist ja derjenige, der den großen Red Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz dazu gebracht hat und gesagt hat, hier investiere in den Fußball, am besten in den Leipziger Fußball. Danke nochmal, Herr Beckenbauer, toller Mann. Und also ich gehe übrigens davon aus, felsenfest sogar, bin ich überzeugt, dass RB da was holt. Ich wüsste nicht, warum nicht. Die Bayern sind total schlapp. Die waren jetzt unterwegs die ganze Woche. Die waren 10 Stunden auf dem Flughafen in Edinburgh. Von RB nur einer, Lukas Klostermann. Also ich glaube, die Chancen sind schon nicht klein. Und Didi Hamann sagt im Interview mit der Leipziger Volkszeitung 3-1 für RB. Dem schließe ich mich natürlich gerne an.
Jetzt steht die ganze Situation natürlich auch unter dem großen Titel die Rückkehr quasi des Julian Nagelsmann und zweier Spieler, also Upamecano und Sabitzer. Was erwartest du, wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein, was erwartest du für einen Empfang von Julian Nagelsmann? Naja, dass da ein paar Pfiffe kommen, ist ja ganz normal. Das ist, ich finde, er hat alles richtig gemacht. Was hätte er denn sagen sollen? Es gab diesen goldenen Moment, an dem er sagt, ich gehe zu Bayern München, den gab es gar nicht. Also wie er es gemacht hat, war es falsch. Ich hoffe, dass er respektvoll behandelt wird. Er hat hier zwei gute Jahre geliefert und auch Geld dagelassen. Ich glaube, er hat 9 Millionen verdient in diesen 2 Jahren und 25 Millionen Ablöse kommt. Also da sollte man ein wenig die Kirche im Dorf lassen und sagen, danke Julian. Und in Leipzig ist man nicht ganz unzufrieden mit Jesse Marsch, ist ein toller Typ. Er müsste halt nur ab und zu auch jetzt mal ein Spiel gewinnen. Also die zwei Busse bewegen sich in gut 50 Minuten Richtung Stadion. Wir bewegen uns jetzt schon mal hin. Wir haben in einer Stunde ungefähr die nächste Schalte für Sport im Osten. Da melden wir uns dann vom Stadion wieder. Bis dahin erst einmal zurück ins Studio zu Tom. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Guido. Gegen 16 Uhr also noch mal ein dicker Leipzig-Bayern-Block mit Live-Schalten zu euch. Lutz, Masterfrage an dich. Wie oft hat der FC Karlsruhe Jena gegen die erste Mannschaft vom FC Bayern München gespielt? Ich glaube, noch gar nicht. Ja, fast. Einmal. Einmal, und zwar 2016 im DFB-Pokal. Ach so, ja, da war ich gerade im Kosovo. Ich habe das gesehen live. Ja. 0-5. Aber ich bin Pokalsieger geworden mit meiner Mannschaft. Und die durften dann gegen Bayern spielen. 3 Tore von Robert Lewandowski damals. Also, gutes Ding. Alles klar. So, wir gucken mal schnell auf das Highlight aus der Partie Jena. Da sind wir jetzt natürlich wieder mit der Frage gegen Lichtenberg und sehen, dass in der 22. Minute ein schöner Flachschuss von Maximilian Oesterhelwig zu diesem Erfolg geführt hatte. Vorlage von Bürger, Torwart Niklas Wollert taucht da ab, aber präzise. Richtig schön, oder Lutz? Sehr schön. Ja, so muss es sein. Und so soll es natürlich auch weitergehen. Und weitergeben wir jetzt zu, bevor du natürlich gleich wieder weitermachst, bei Thorsten Püschel, klar, in der Kabine, schicke ich dich gleich hoch. Die Mannschaften sind ja noch in den Kabinen, hoffentlich ohne große Viruslast. Die Chance vielleicht von Christian Müller zu erfahren, was es denn ja so gab und wer denn lauter war in der Traineransprache. Ja, Tom, ich war nicht mit in der Kabine, das dürfen wir noch nicht als MDR-Reporter, aber ich kann die Frage gern weiterstellen an einen, der in der Kabine war. Tobias Werner, der Sportdirektor vom FC Karl Zeiss. War es laut oder leise in der Kabine jetzt bei euch? Ja, sachlich, inhaltlich gut, vernünftige Tonart. Wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr dominante erste Hälfte gespielt. Wir waren einen Tick zu uneffektiv. Jetzt in der zweiten Halbzeit geht es darum, die Konzentration hochzuhalten. Hier darf normalerweise nichts anbrennen. Wir wollen natürlich auf das zweite, auf das dritte Tor gehen. Aber ja, die Jungs sind wieder bestens eingestellt. Mir persönlich hat so ein bisschen die Bewegung im Spiel gefehlt nach vorn. Wie ging es Ihnen? Ja, es war nicht das höchste Tempo, muss man wirklich sagen. Aber die Lichtenberger stehen sehr, sehr tief. Wir haben sehr, sehr viel über Passspiel probiert. Aber ja, der letzte tiefe Lauf, der letzte Sprint hat mir ein Stück weit auch gefehlt. Das haben wir jetzt natürlich auch angesprochen und hoffen natürlich, dass wir es besser machen. So, wie es der Zufall will, wurde diese Woche ein Spieler noch verpflichtet mit Maurice Hähne, der zunächst auf der Bank saß. Und nach 20 Minuten muss er rein, feiert sein Debüt. Alles richtig gemacht diese Woche, oder? Ja, gefühlt ist es so. Wir haben da wirklich nochmal zusammengesessen und haben geguckt, müssen wir noch was machen. Und das ist das beste Beispiel, dass wir da total richtig gelegen haben. Denn mit Burim Halili fehlt auch noch ein anderer Innenverteidiger, jetzt Dennis Lamar. Und man braucht wahrscheinlich auch diese gestandenen Leute hinten drinne, denn nicht alle sind so harmlos wie heute Lichtenberg, bis jetzt jedenfalls. Nee, definitiv. Wir haben jetzt einen sehr, sehr guten, breiten Kader, der wirklich quantitativ und qualitativ 1:1 auf den Positionen doppelt besetzt sind. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir Maurice Hähne dazugewinnen konnten und dass er jetzt sich nahtlos eingefügt. Das haben wir jetzt auch gesehen. Jena hat mittlerweile auch eine sehr starke Ersatzbank, wenn ich hier drauf schaue, mit Schau, mit Kraus, mit Dedidis. Werden da jetzt noch einige kommen in der zweiten Halbzeit oder wird erstmal so weiter gespielt wie bisher? Jetzt in der Halbzeit haben wir nicht gewechselt. Ich hoffe oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Laufe der zweiten Halbzeit auf jeden Fall den einen oder anderen Wechsel haben und dass die Qualität auf der Bank sitzt. Das ist, glaube ich, der Schlüssel auch für die nächsten Wochen und hoffentlich auch für die Saison. Dankeschön, Tobias Werner, für diese Informationen. Aus der Kabine, wo es nicht laut geworden ist, Tom, wo es leise und sachlich zuging, wie wir gerade erfahren haben. Jetzt kommt auch der SV Lichtenberg wieder aufs Spielfeld. Jena ist schon drauf und deswegen kann ich in aller Ruhe abgeben zu Ihrem Kommentator Thorsten Püschel und Lutz Lindemann für die zweite Halbzeit mit hoffentlich noch einigen Türchen hier aus Jena. Danke, Christian. Und Lutz in einem fast olympischen Treppenlaufsprint. Hat es bis zum Anpfiff geschafft? Ich wundere mich nur über meine Konstitution. Ich bin in einer sehr guten Verfassung. Hast du den Fahrstuhl genommen? Oder? Nein, ich bin die Treppe. Ich würde jetzt nie die Wahrheit sagen. Natürlich mit dem Fahrstuhl. Natürlich mit dem Fahrstuhl.
Ja, wir hier in der Kabine in der dritten Etage des MDR-Sendezentrums in Leipzig und das Studio unten im Erdgeschoss. Hier haben wir den Trainer des SV Lichtenberg 47. Seine Miene zeigt das, was wir auch glauben. Also so unzufrieden kann er mit dem Ergebnis zumindest nicht sein. In Sachen Gefahr ist es sehr lau gewesen. Er hat natürlich jetzt noch mal Glück gehabt, kurz vor Schluss, dass dieser Ball, der auf der Linie war, sonst steht 2-0, da ist schon die Vorentscheidung gefallen. Aber nach wie vor glaube ich, dass die von ihrer Linie nicht abgehen und weiterhin das Beste versuchen für sich auch. Anpfiff zur zweiten Halbzeit um kurz nach 15 Uhr. 14 Uhr war ja auch der Anstoß in den Stadien der dritten Liga. Also wie sich Magdeburg bei Borussia Dortmund, zweite Mannschaft, schlägt Zwickau gegen Verl. All das, Sie sind es gewohnt, ich erinnere Sie gerne nochmal dran, in der Sport im Osten App. Da natürlich dann auch am späteren Tag heute alle Ereignisse, die sich in Leipzig im Stadion zutragen beim großen Spiel zwischen RB und dem FC Bayern. Also von Liga 1 bis 4, was die mitteldeutschen Teams betrifft, immer mit dem Live-Ticker. Sie sind immer dabei, können sich gerne auch Push-Nachrichten schicken lassen, all das ganz individuell einstellen. Also falls Sie die Spio-App noch nicht auf Ihrem Smartphone haben sollten, dann schnell getan. Ansonsten natürlich auch mit dem Tablet, mit dem Laptop oder dem großen Computer. Überall bekommen Sie die Nachrichten aus der regionalen Sportszene direkt geliefert. Auf geht's in Hälfte 2. Carl Zeiss in den weißen Trikots. Die Lichtenberger in Rot jetzt mal mit ein bisschen mehr Platz für Tarek Göçeşirin. Und es gibt den Eckball. Und da war vorhin Tom Müller mal kurz ein bisschen unsicher, als der Ball in den 5-Meter-Raum hineinflatterte. Auch jetzt wieder mit dem rechten Fuß geschlagen in Richtung Torhüter. Ja, ist nur ein Tor. Tja, und da war sie da, die Chance. Das war mit Sicherheit eine Chance. Für Oliver Hofmann, der da vorn mit auftauchte. Absolute Stammkraft auf der rechten Seite. Alle Ligaspiele von Beginn an. Ja, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Olli Hoffmann, den kenne ich schon ein paar Jahre. Der hat schon auch in anderen Vereinen gespielt. Und er wird sich ärgern jetzt, weil das Vermögen hat er sicherlich, den Ball aufs Tor zu bringen. Bei Viktoria war er beim BRK Fürstenwalde und in der Jugend 8 Jahre bei Union gespielt. Auch ein paar Mal auf der Bank gesessen, im Kader gewesen in der zweiten Liga. Für eine Einsatzminute in Liga 2 hat es nicht gereicht, aber dafür jetzt mit ganz vielen Einsatzminuten und jedem Spiel in der Regionalliga Nordost in der Saison 2021-22. Auch heute wieder von Beginn an. Jetzt mit der ersten Chance, muss man so sagen. Nach 47 Minuten Lichtenberg mit der ersten Chance in diesem Spiel. Da am langen Pfosten hatten sie ihn, die Jena, nicht auf dem Schirm. Der Rasen, herrlich, Mitte September, saftig, grün. Die trüben Zeiten, die kommen dann später. So hoffen wir natürlich, dass es eine Regionalliga Nordost mit einer Saison, ihr habt es ja gerade im Studio intensiv diskutiert, auch im Winter geben wird. Ja, es ist wirklich eine schwierige Situation für alle Beteiligten und deswegen so diesen goldenen Mittelweg, dann muss man gucken, wie weit man so etwas finden kann. Es gibt immer wieder für und wieder für bestimmte Dinge und deswegen müssen kluge Leute noch ein bisschen drüber nachdenken. Und da ist er drin. Da ist das Tor! Ja. Tolles Standardtor und das Tor für Bastian Schritzel. Am kurzen Pfosten. Lässt den Ball herrlich über den Kopf rollen. 49. Minute. Das Tor durch den Innenverteidiger. Sein zweiter Saisontreffer hatte er schon beim 3-1 in Allenburg getroffen. Und wird da zwar begleitet, aber nicht wirklich gehindert an diesem Kopfball der Gegenspieler. Meilenweit weg. Läuft schön ein.
Und da ist Wollertz mit den Händen zwar irgendwie oben, aber der kam aus 4-5 Metern Entfernung. 49. Minute, das ist durchaus die Belohnung für das, was die Jena auch in der gesamten ersten Halbzeit gezeigt haben. Und nach der ersten Chance für Lichtenberg stellt Jena gleich mal auf 2. Nach dem ersten Tor, Lutz, habe ich dich gefragt, was das mit dem Spiel macht. Jetzt ist das zweite gefallen. Ja, und ich denke, das hat eine andere Wirkung. Jetzt entweder sie machen richtig dicht, bleiben hinten, um nicht höher zu verlieren. Aber wenn Jena jetzt mit Mut auf den dritten Treffer geht, dann glaube ich, gibt es hier Möglichkeiten, weil dann auch ein bisschen die Spannkraft nachlassen wird. Sie müssen nur weitermachen und das Tor erzielen wollen. Schöner Doppelpass. Staufer gemeinsam mit Österhellweg, der Amerikaner dann noch mit dem Fuß dran, deswegen kein Eckball, sondern Abstoß für Lichtenberg. Der FC Carl Zeiss in den letzten Wochen ja immer wieder mit ordentlichen Ergebnissen. Tordifferenz jetzt bei plus 12. Nur die drei da oben mit BFC, mit Luckenwald und Heidlinike haben noch ein bisschen mehr. So, da muss Müller dann auch das erste Mal so richtig eingreifen. Ja, ich finde es erstmal gut, jetzt diesen Ball da auch da vorne reinzuspielen. Das bedeutet nochmal, wir stellen uns ja nicht hinten rein, wir wollen also weiter auch nach vorne spielen. Das finde ich erstmal ist eine faire Geste des Gegners. Oh, der war verunglückt. Rasen da im Mittelfeld durchaus schon ein bisschen zerpflügt. Das war, glaube ich, der Torschütze, ne? der jetzt so ein bisschen noch für sich gefeiert hat und die Konzentration hat nachlassen. Jetzt wollte er mit links einen schönen Pass spielen und dann passiert das. Bastian Drietzel, der Mann mit der 5. Auch hier ja einer, der Zwickau gespielt hat in der letzten Saison. Zwar sehr häufig im Kader, allerdings nur mit 8 Einsätzen, zweimal davon von Beginnern ohne Torerfolg. Das hat er hier in Jena jetzt schon deutlich besser hinbekommen. Zweiter Saisontreffer für den Innenverteidiger mit der Rücknummer 5. Der Versuch von Kevin Ovčarek, dem 27-Jährigen. Guter Ball, sehr gut gesehen, da auf der linken Seite, Richard Max Olo, der linke Verteidiger, mal mit nach vorn, Berliner. Ja, mit Mut machen sie es jetzt nach vorn, muss man ehrlich sagen, sie machen es mit Mut. Und mit einem neuen Mann, den wir eben gerade in Aktion gesehen haben, mit der Rücknummer 4, Nils Fiegen, der sich hier gut einfügt im defensiven Mittelfeld. Das hat, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, in der Einstellung angefangen zu regnen. Also Distanzschütze, durchaus ein probates Mittel. Ja, nicht nur bei Regen, aber da kriegen die Bälle natürlich noch mal wenn sie Speed, ne? Wenn sie aufsetzen, dann werden sie noch mal schneller. Aber ich muss erst mal wieder in die Situation kommen. Und da muss jetzt Karl Zasena ein bisschen mehr machen. Da haben wir den 9
Felix Drinkhut. Hatten vorhin über Moritz Hähne gesprochen, der sich hier mit der Mannschaft seit Wochen gut vorbereitet hat. Medizinische Abteilung hatte bei beiden Neuen sofort den Daumen behoben. Fitnesswerte absolut top, können sofort eingesetzt werden. Und den einen, den wollte Kunert heute sofort von Beginn an haben. Den anderen musste er in der 20. Minute bringen, als Dennis Lamar ausfiel. Schön hineingebracht. Wollert ist dran. Da musste er auch hin. Ja. Jetzt sieht man es natürlich, der Regen nimmt jetzt Fahrt auf, ne? Es wird also mehr. Der Platz wird sich freuen. Hat es zu wenig Regen gegeben in Jena in den letzten Tagen? Ja, in Thüringen war es da insgesamt nicht so viel. Lichtenberg übrigens nur mit 4 Wechselspielern. Was das Feld betrifft. Aber du hast ja jetzt gesehen, die Nummer 25, der hier an der Außenlinie diesen Angriff initiiert hat. Daran siehst du, dass die Vielzahl der Jungs eine gute Ausbildung haben. Und auch das war nicht so schlecht gedacht. Bisschen flacher kommt der Ball auf die lange Ecke. Also Abschluss von Marius Ibe. Einer, der eben bei RB Leipzig 3 Jahre und dann nochmal 3 Jahre bei Union in der Jugend gespielt hat, Annahme mit dem rechten Fuß kurz am Verteidiger vorbeigelegt, sofort den Abschluss gesucht. Ja, Bergmann und auch Bürger werden jetzt viel schneller, auch nachdem sie den Ball angenommen haben, attackiert. Der Platz, der in der ersten Halbzeit da so 10 Meter hinter der Mittellinie häufig da war, der ist jetzt ein bisschen weniger. Das ist aber ein Zeichen, dass die Körperlichkeit der Lichtenberger in Ordnung ist, dass sie sich das also zutrauen, da im Mittelfeld dann auch anzugreifen und die Räume eng zu machen. Das finde ich erstmal gut. Guter Ballbesitz. Ja, und da war dieser stark gemacht von Bürger. Der Ball 2-3 Meter vor Wollert setzt er eben nochmal auf. Richtig. Das war absolut genau so gewollt. Aber Wollert, den Lutz ja noch aus seiner Zeit, seiner aktiven Zeit beim Club. Ja, aktiv, als ich dort gearbeitet habe, nicht gespielt. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwann sagen, dass ich mit 62 noch gespielt habe. Das ist nicht der Fall. Oh, schön durchgesteckt. Sehr gut. So. Das war die zweite und dritte sehr gute Aktion. Der FC Carl Zeiss muss defensiv wieder ein bisschen mehr Zug dahinter bekommen. Das geht jetzt zu einfach, was Lichtenberg da macht. Klar, sie führen mit 2-0. Aber wenn hier der Anschluss kommt, dann, wir haben es schon gesehen, fast alle Spieler in Rot können mit dem Ball umgehen, haben Spaß am Fußball, sind gut ausgebildet. Jena auf dem Weg zum halben Dutzend Siege in Folge. Kopfballchance. Der Trainer wird vielleicht einen Weckruf starten. Ich erwarte in den nächsten Minuten, dass er wechselt, dass er irgendeinen Impuls setzt, um da nochmal zu sagen, oh, das muss man noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht täusche ich mich, gucken wir mal. Einmal hat er ja schon wechseln müssen, hatten wir angedeutet, Moritz Hähne. Oh, Staufer, der Weg war zu weit, um zu überlaufen, also geht er so mit. Das war grundsätzlich kein schlechter Ball, nur es war kein Weißer da im Zentrum. Und für Maxi Wolfram war das nicht zu erreichen. René Lange gegen 2. Verliert er das Duell. Gut aufgepasst. Ball verspringt aber, wir hatten es angedeutet. Rasen ist jetzt nass. Und der lange Ball, der Tom Müller überlisten sollte, lässt sich aber nicht überlisten. Der gebürtige Dessauer, der in der letzten Saison nur 6 Mal im Kader des HFC stand,
kein einziges Spiel bestritten hat. Da war klar, muss ich was ändern in der Karriereplanung. Jetzt 23. Hier in Jena in dieser Saison bislang jede Minute gespielt. Was für einen Eindruck hast du von ihm, Lutz? Ja, er hat ja schon mal nachgewiesen, dass er ein sehr guter Torhüter ist, vor allen Dingen auch für diese Ligen, glaube ich. Aber man hat ja mit Zetlak in Jena noch ein Eigengewächs, der vielleicht jetzt auch traurig ist, dass er nicht spielt. Denn er hat im letzten Jahr eine gute Entwicklung gemacht, hält, glaube ich, nur in den Pokalspielen. Und es ist aber trotzdem immer gut, dass man zwei gleichwertige Torhüter hat. Und Müller ist vielleicht ein kleines bisschen weiter schon in der Entwicklung. Zetlak 21 in der letzten Saison bis zum Abbruch die Nummer 1 in Jena gewesen. Und bis dahin auch alle Spiele über 90 Minuten absolviert. Tom Müller kam dann Ende der vergangenen Saison schon auf den Schirm beim FC Carl Zeiss. Hat dann auch mal ein Testspiel bestritten bei Dynamo Dresden, obwohl er noch beim HFC unter Vertrag stand. Da war schon klar, dass das Interesse sehr groß ist. Wenn wir uns jetzt noch mal vergleichen, die erste Halbzeit und jetzt, haben wir so ein bisschen einen Riss drin. Nach dem zweiten Tor habe ich noch nicht allzu viel Konstruktives gesehen. Und deswegen glaube ich, dass man da vielleicht ein Zeichen setzen muss. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. So, ich reiche dir gleich mal das Handy. Kannst Kollegen Kunert ja mal... Ja, wenn das erlaubt wäre, wäre das ja gut. Aber Gott sei Dank ist es nicht erlaubt. Und wir können jetzt hier noch mal orakeln, aber... Der hat ja auch Augen und hat mittlerweile haben die auch 3, 4 Co-Trainer, ja, und Psychologen, und die werden ja dann auch noch mal einen Hinweis geben. Und die haben natürlich im Gegensatz zumindest zu mir, bei Lutz weiß ich es nicht ganz, die Spieler auch jeden Tag im Training gesehen und wissen natürlich sehr genau, wo ist die Verstärkung dann da. Wo macht sie Sinn jetzt nach einer guten Stunde, die gespielt ist? Jena führt mit 2:0. 1-0 Halbzeitführung durch den Treffer von Maximilian Oesterhelwig nach 22 Minuten. Und dann kurz nachdem Lichtenberg die erste Chance hier setzen konnte, dann nach einer Ecke der Kopfball von Bastian Stritzel am kurzen Pfosten, schön verlängert, hinein ins lange Eck. Wollert reißt da zwar nochmal die Hände hoch, aber kann diesen platzierten Kopfball nicht. Aber wir haben jetzt auch, entschuldige, dass ich einfach dazwischen rede, das ist nicht meine Art, aber jetzt hat man so ein bisschen Fußball im Gehen. Wir haben die Bälle und spielen sich den Ball zu, die Bälle kommen nicht an, wir kriegen den zweiten Ball nicht mehr. Das ist alles nicht das, was sie sich vorgenommen haben. Ne? So habe ich nicht gedacht, dass sie das so schnell so umschalten. Sie waren auf einem guten Weg, aber jetzt, unabhängig vom zweiten Tor, war das nicht mehr so dominant. So, der Kronos, haben wir unten gesehen, ist jetzt mal aufgestanden. Erstmal grundsätzlich, um den Ball, der ihm entgegenkam, seinen Spielern mitzugeben. Aber es folgten dann auch ein paar deutliche Worte. Das hat man zumindest an der Gestik sehen können. So, Jena mit... Jetzt 19 Punkten, schiebt sich langsam in Richtung der Tabellenspitze, aber das eben nur in der Blitztabelle. Und es steht hier 2-0, die Berliner spüren, sie sind jetzt auf Augenhöhe. Sie müssen sich hier keineswegs verstecken. Die Reaktion des Kapitäns von Maximilian Oesterhelwig, der Pfiff ist da. Spiel läuft weiter mit Ballbesitz für die Roten. Für Lichtenberg 47. Die Lutz, so habe ich mir aus dem ganz internen Zahlenzirkel des FC Carl Zeiss erzählen lassen, schon mal in der ersten Liga gespielt haben. In der ersten Liga, als es noch das Land DDR gab. Da haben die wirklich gespielt im Zoschke-Stadion in der ersten Liga und haben sicherlich, glaube ich, auch gar keine so schlechte Rolle gespielt. War allerdings
nicht ein Jahr, in dem es der FC Carl Zeiss mit dem Aufstieg damals in die Ostzonenliga geschafft hatte, war in den 50ern. Kurz darauf ging es für Lichtenberg nach unten, für Jena nach oben. Und jetzt ist der Regen inzwischen so stark, dass wir ihn nicht nur sehen, sondern sogar hören. Kleiner Wolkenbruch jetzt hier im Ernst-Abbe-Sportfeld. Sehr schön. Staufer, jetzt kann er mal runtergehen auf die Grundlinie. Die Flanke ist da und der Kopfball von Felix Drinkhout in seiner Premiere in Sachen Ligaspiel. Hatte ja schon einen Einsatz im Landespokal gegen Martin Roda. Fehlten ja, ihm vielleicht 2-3 Zentimeter an seinen 1,85, dann hätte er ihn ein bisschen besser drücken können. Das war zumindest ein ordentlicher Abschluss. Angriff über die Seite, kann man hingucken. Ja, ist auch da, jetzt gerade eben mit dem ersten Kopfball. Körperlichkeit ist da. Er hatte sich ja bei Norderstedt fit gehalten in den letzten Wochen. Wie häufig ist das, dass dann vertragslose Spieler sich melden, Lutz, und sagen, kann ich mich bei euch fit halten? Was macht das für den Verein auch für einen Sinn? Einfach ein bisschen mehr Qualität im Training oder man schaut sich nochmal einen anderen Spieler an. In dem Fall ist er ja dann zu einem anderen Verein nach Jena gegangen. Aber das ist immer, jetzt haben wir den Wechsel. Ja, Leon Bürger geht runter und Justin Schau kommt. Also das ist Positionsgleich. Und auf der anderen Seite Hussein Joa, der frisch hineinkommt bei den Lichtenbergern. Ja, um das mal noch zu Ende zu besprechen. Es gibt ja durch diese Pandemie auch einen großen Markt an Spielern, die nicht überall untergekommen sind. Ja. Und da gibt es natürlich auch Berater, die ein Netzwerk haben und dann schon mal nachfragen, kann der Junge bei euch? Manchmal erhöht das sogar so ein bisschen die Qualität im Training, aber die Vereine haben auch nicht immer Geld gleich zu sagen, dann machen wir einen Vertrag. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass man da auch miteinander, denn es geht hier um junge Leute, die Fußball spielen wollen. Und dann, wenn es dann am Ende so ausgeht, gibt es ja nur Gewinner. Ja, wir haben das ja hin und wieder auch schon mal bei Neuverpflichtungen von vertragslosen Spielern bemerkt, dass dann der Trainer gesagt hat, ja, der braucht halt einfach noch 5-6 Wochen, den müssen wir erstmal auf einen Fitnessstand bringen. Das genau ist bei Drinkhout und auch bei Moritz Hähne nicht der Fall. Die waren direkt einsetzbar, weil sie im Saft stehen, weil sie das Training komplett mitgenommen haben. Sicherlich fehlt ihnen noch ein bisschen die Punktspielpraxis, aber Moritz Hähne, der da hineingeworfen worden ist nach der Verletzung von Dennis Lamar. Zumindest was Laufwege, was Ruhe am Ball betrifft, ist er einer, der sofort da ist. Das ist ja das, was Tobi Werner auch in der Halbzeit gesagt hat, so wichtig in dieser Liga dann eben bei Verletzungen oder bei Ausfällen adäquat agieren zu können. Diese Tiefe im Kader wird am Ende den Unterschied machen. Wie siehst du das im Vergleich zu Altlinike, zum BFC? Ist Jena da auf Augenhöhe, was die Qualität des Kaders betrifft? Ja, ich denke schon. Und sie sind natürlich auch finanziell Minimum auf Augenhöhe. Das muss man schon mal so sagen, denn die Spieler kommen ja nicht umsonst. Und ein bisschen werden sie auch verdienen, wenn sie davon leben. Aber Altlinike oder Energie Cottbus, BFC, die sind da gleich. Kommt darauf an, inwieweit du mit deinen Spielern auch durch die Saison kommt, was da Verletzungen anbetrifft. Ja, das ist alles so. Du hast ja keine 30 Spieler, wenn ich das manchmal so sehe, bei den Kadergrößen der Lizenzmannschaften. Da denkst du, die melden zwei Mannschaften und dabei sitzen die auf der Bank. Bei uns durften, glaube ich, damals 4 sitzen oder 5. Dann ein Trainer, ein Co-Trainer und noch ein Doktor. Oder der Masseur. Und heute sitzen da 15 oder 20 Leute. So hat sich das geändert.
So, Jena jetzt ein bisschen eher in der Verteidigungslinie. Attackieren frühzeitiger, wieder ein bisschen griffiger. Das Zeichen ist gekommen, was Lutz Lindemann gefordert hatte oder angeregt hatte mit der Einwechslung von Justin Schau, Ehrenbürger, der das gut gemacht hat in der ersten Halbzeit. Gemeinsam mit Theo Bergmann da in der Zentrale im Mittelfeld erste Tor aufgelegt hatte für Maximilian Österhellweg. Gute Laufwege, gute Pässe. Staufer gut, aber dann eben doch nicht gut genug. Und das war die erste wirklich große Tat von Tom Müller. Da war der Neue, da war Hussein Chor durchgekommen. Staufer war dran in der ersten Zweikampfsituation und machte dann allerdings nicht weiter. Und somit ergab sich dann die Schusschance aus, zugegebenermaßen spitzem Winkel. Aber das war eine dicke Chance für den 20-jährigen Libanesen. Ja, der. Naja, es war auch nicht so einfach, den Rückpass zu spielen. Ne? Da waren genug Jena im eigenen 16er. Deswegen hat er es versucht. Aber das ist ja mittlerweile auch die zweite oder dritte Möglichkeit in dieser zweiten Hälfte. Wäre das erste Tor für den Neuzugang gewesen, der zuvor beim Berliner SC gespielt hat. Also für ihn ist diese Regionalliga noch relativ frisch. 20 Minuten sind es noch. Hier im Abelsportfeld. Jena führt mit 2:0. Ich glaube, um sicher zu sein, ein drittes Tor wäre für Jena wichtig. Kriegen wir jetzt den Anschluss mit 1:2, dann fängt das Ganze an wieder zu wackeln. Deswegen sollten sie noch mal ein bisschen zulegen, noch mal intensiver arbeiten, um hier vielleicht das dritte Tor zu machen. Wir haben ja schon öfter über Niklas Wollert gesprochen, der früher in Jena gespielt hat. Es gibt ja noch einen zweiten Akteur, der inzwischen das Trikot des SV Lichtenberg trägt. Philipp Grüneberg, der 29-jährige Mittelstürmer, derzeit allerdings nicht einsatzbereit wegen des Muskelfasers. Das muss er pausieren. Der hatte 2011, 2012 in Jena mal gespielt. 7-mal dritte Liga aufgelaufen. Ja, ich habe gelesen, er freut sich auf dieses Spiel. Er fährt mit seinen Eltern nach Jena und guckt sich das gemeinsam an. Vielleicht hat er noch eine alte Bekannten, dass es ein schöner Tag wird. Seine Mannschaft hat nicht enttäuscht. Stand jetzt mit Sicherheit nicht. Nein. Guter Ballgewinn. Das ist der Neue, das ist Justin Schau. Wieder ein bisschen länger vielleicht noch gehen können. Der Kollege Wolfmann in der Mitte war zugedeckt und vor ihm war viel Platz. Österhellweg, der vorhin diese geile Aktion, Entschuldigung, wenn ich so klar sage, mit dem Tor hatte. Aber insbesondere was seine Flanken und Entscheidungen auf dem Flügel betreffen, da sieht das für mich zumindest nach Potenzial aus. Lutz, wie siehst du das? Ja, mit Sicherheit schon. Aber diese Flanken aus dem Halbfeld. Ich gehe vom Strafraum weg und bringe dann, das sind aus meiner Sicht Alibi-Flanken, die bringen in der Tat sehr oft keine gefährlichen Situationen. Immer in den Rücken der Abwehr und dann scharfe Bälle oder halbhoch ist das bessere Mittel.
Eine gute Viertelstunde ist noch zu spielen hier im Abelsportfeld an den Kernbergen zu Jena. Der FC Carl Zeiss hat sich ein bisschen zurückgezogen. Lichtenberg kratzt am Tor und bekommt jetzt die nächste Ecke. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind und neutral, und das sind wir ja, dann hat Jena zwar das Tor gemacht, aber von den Anteilen her und von den Möglichkeiten ist die zweite Halbzeit ausgeglichen bis hierher. Oder hast du es anders gesehen? Überhaupt nicht. 6-mal haben sie in dieser Saison getroffen, in 9 Spielen. Und es wird knapper. Immer wieder der Versuch da auf den kurzen Pfosten. Ja, das sieht man, dass die das trainiert haben. Das ist das zweite Mal. Ja. Großgewachsene Leute, die bringen die Verlängerung. Jena jetzt massiv unter Druck da. Gehen da sehr hoch drauf. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Ja. 10 Meter vor dem gegnerischen Strafraum. Also, du hattest ja vorhin nach dem zweiten Tor die zwei Varianten gesehen. Entweder man zieht sich noch weiter zurück und versucht Schadensbegrenzung, oder man guckt, ob was vielleicht noch irgendwas geht. Und die Lichtenberger haben sich ganz klar für die Variante alles oder nichts entschieden und machen das bisher sehr gut, auch wenn sie bislang noch nicht getroffen haben. Eben auch gerade noch mal gesehen, Ballannahme bei Justin Schau, Ball ist glitschig, gar nicht so einfach jetzt hier spielerisch die Dinge zu lösen. Theo Bergmann, guter Ball in den Lauf. Sehr guter Ball in der Mitte, jetzt Eisele, Abseitsposition. Von Maxi, nee, war Drinkhut. Da war Fabian Eisele jetzt sehr gut in Position, war endlich mal ohne Gegenspieler, der war 3-4 Meter weg, hat sich sehr schön wegbewegt, hat man deutlich gesehen, dass er... Ja, von ihm aber insgesamt nicht so viel zu sehen, wie man sich das erhofft. Ne? Also für den Goalgetter schlechthin noch nicht allzu viel zu sehen heute. 7 Tore in 8 Spielen, davon 3-mal ein Doppelpack. Ja. Auch er, ja, in Zwickau aktiv gewesen. Also diese Reiseroute, die A4, ein Stück nach Westen. Überhastet von Schau und dadurch ist die Chance wieder da für die Berliner, sofort Druck zu machen. Und der Schussversuch von Nils Fiegen. Hier haben wir ihn, den 27-Jährigen, der heute zum ersten Mal nicht von Beginn an ran durfte. Sonst alle Spiele in der Startelf stand. Und das, was er jetzt hier in der zweiten Halbzeit zeigt, wird Uwe Lehmann, den Trainer der Lichtenberger, durchaus ein gutes Argument liefern, dass er das beim nächsten Spiel dann wieder anders macht. Lichtenberg ja am kommenden Freitag gegen den Tabellenletzten, gegen Auerbach. Das sind dann eher eingeplante Punkte als die hier in Jena. Und gleich sie natürlich alles versuchen werden, doch noch was mitzunehmen. Bisschen Zeit ist noch. Jena am kommenden Samstag auswärts bei der zweiten Hertha. Und der ist gerade noch erreicht worden. Aber da war keine kontrollierte Flanke mehr möglich. Die zweiten Mannschaften, egal jetzt in welcher Liga, sind so ein bisschen Wundertüte. Hertha 2 kann an guten Tagen und wenn man optimal besetzt ist, jedem wehtun. Und kann aber auch, wie vor 2 Wochen, glaube ich, als Lok Leipzig dort gespielt hat, mit einer, oder Chemie Leipzig mit einer sehr guten kämpferischen Einstellung dort gewonnen hat. Da ist alles möglich. So, 2 Feldspieler hat Uwe Lehmann noch draußen. Den bringt er jetzt auch hier. Irfan Brando, den 20-Jährigen, der bei Union und bei Zehlendorf ausgebildet worden ist.
zentrales offensives Mittelfeld. Bleibt also seiner Linie treu. Oliver Hofmann ist rausgegangen. Heute mal mit ein paar mehr Minuten. Bislang ist er zweimal eingewechselt worden. Brando und er hat maximal 8 Minuten gespielt. Der Linksfuß kommt also jetzt hier noch für die letzten gut 10 plus Minuten in die Partie. Wolfram und Theo Bergmann. Eisele in der Mitte, Eisele! Und dann ist es der Kapitän, der den Ball nicht richtig trifft. Mit dem linken Fuß ist ja eigentlich einer, der mit beiden Füßen das Gerät beherrscht. In dem Fall allerdings titscht er vorher auf. Herr Fabian Eisele war jetzt, glaube ich, ein bisschen frustriert. Er hätte gern den Ball eher direkt bekommen. Ich glaube, auf der linken Seite war Wolfram durch. Ne? Das, die war Vorbereitung. Nein, ich glaube, das war Maximilian Wolfram. Mhm. Sei es wie es sei, es war ein vernünftiger Angriff über die Seite. Und so kann man die Jungs da nochmal in Verlegenheit bringen. Ja, ist ja auch wichtig, dem Gegner zu zeigen, dass man sich nicht einfach nur mit 8 Leuten davon an den gegnerischen Strafraum stellen kann, sondern dass auch die Defensive noch gebraucht wird. Ansonsten steht es dann eben hier 3-0 und dann sind alle Versuche davon obsolet. So, Trinkgut überlässt, René Lange den Ball. Und Wolfram hat Probleme, den glitschigen Ball da zu kontrollieren. Kann man auch besser machen, den Einwurf. Nicht auf 3 Meter den Ball als Aufsetzer aufs Knie zu spielen. Sondern direkt in den Fuß. Kann man mal ganz anders. So, Staufer, jetzt mal mit voller Kraft. Zieht er ab? Nee. Er versucht das Doppelpass mit dem Kapitän. Schön heruntergepflückt. Hussein Schau, der vorhin die gute Chance hatte. Auch augenscheinlich komplettes Trainerteam der Jena sitzt draußen. Hat sich nicht verzogen unter das schützende Dach. Das Spiel läuft weiter. Einer der Jena bleibt liegen. Lichtenberger schieben die Kugel jetzt raus. Spiel ist unterbrochen. Jena wird wechseln, glaube ich. Ja. Sah noch ein Doppelwechsel sogar aus, ne? Sah so aus. Oh ja. Kommt da aus 1,5 Metern und fällt auf die Schulter oder Hüfte oder so. Hüfte, ja. Naja, wenn die Trainer, um das mal zu sagen, draußen bleiben und lassen sich nass regnen, dann haben die natürlich ein Argument, dass uns das Wetter nichts ausmacht. Wir sind stabil und bitte knickt nicht ein. Das ist doch, das hatten sie vor 40 Jahren schon, haben sich nass regnen lassen, wenn sie schimpfen wollten. So, Theo Bergmann und Fabian Eisele, der sich viel gemüht hat, aber heute nicht die große Aktion oder ein Tor auf dem Fuß hatte, gehen raus. Und Matti Langer kommt rein, gemeinsam auch mit Maximilian Kraus, hier mit der 11. Doppelwechsel beim FC Karlsheiß. Sieht so ein bisschen aus wie Tobi Werner. Vielleicht hat er sich mal selber eingewechselt. Ich habe das schon mal gesagt, er hat ihn verpflichtet, weil er ein bisschen ähnlich sieht, aber das war natürlich Spaß. Ja, da war aus der Helbe, glaube ich, ein bisschen im Rasen hängen geblieben. Bei diesem Versuch eines Außenrisspasses. Eisele ist noch drin.
Wolfram dreht, schiebt rüber zu Matti Langer und der hat die Riesenchance zum dritten Tor. Das wäre ein Einstand gewesen. Wow! Tolle Aktion von Eisele, genauso auch von Wolfram, der uneigennützig hinüberschiebt. Ja, das macht dann durchaus Spaß. Es scheint auch nicht wirklich kalt zu sein. Es ist einfach nur ein Spätsommerregen. So, der zweite Neue mit Maximilian Kraus. Wolfram, linker Fuß. Geht durch, gut gemacht. Schöner Chip hinüber. Nochmal das Ganze. Ja, Jena verlagert zumindest das Geschehen wieder in die Hälfte, in den 16er des Gegners. Ja, du hast zwei neue Spieler, die wollen sich noch mal zeigen. Jetzt hat der Matti Langer fast das Tor gemacht. Ja, so muss es halt sein, ne? Wenn ich junge oder neue Leute bringe, dass da noch mal ein Ruck kommt. So, Vorsicht bei den Kabeln, die überall im Stadion natürlich liegen. Es ist ja eine halbe Baustelle, das darf man nach wie vor nicht vergessen. Und der passt besser. Da ist das Tor von Maximilian Wolfram. 87. Minute. Carl Zeiss Jena 3, Lichtenberg 0. Und das, Lutz, ist natürlich die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Geht auch in Ordnung. Zwischendurch war Lichtenberg gleichwertig. Aber zwei Standardtore. Zwei sehr gute Kopfbälle und das ist ja auch ein probates Mittel, Standardsituation in der Regel. Eckenfreistöße, wenn die dann so ausgeführt werden, dann bist du halt dort im Vorteil. Viertes Saisontor für Maximilian Wolfram, der seinen Gegenspieler einfach abschüttelt. Als einziger wirklich hochgeht, das war am Ende gar nicht so schwer. Aber man darf nicht vergessen, der Ball ist glitschig, den muss man erstmal so erwischen. Richtig. Und dann auch mit der Präzision direkt unter die Latte setzen, dass der Keeper nicht noch die Chance hat, die Hände hochzureißen. Also der Ex-Jena Niklas Wollert zum dritten Mal am heutigen Nachmittag überwunden. Jena führt mit 3:0. Am Ende würden wir sagen, standesgemäß. Wenn man sich die Position und die Situation in der Tabelle anschaut. Das ist ein Heimsieg, standesgemäß. Zwischendurch sah es nicht ganz so aus, aber das Spiel dauert halt 90 plus. Und schon sind die heißblütigen Fans in Jena zum Dauerklatschen angelegt. Und das sind 2500. Jetzt stellen wir uns mal vor, das Stadion ist geschlossen, es ist keine Baustelle mehr und da sind 15.000. Das sind schöne Aussichten. Das sind wunderbare Aussichten. Da kriege ich schon ganz leicht Gänsehaut, weil man kann sich das vorstellen. Und ich durfte das auch ein paar Mal erleben. Ist schon ein bisschen her, aber was eingebrannt ist, ist ja eingebrannt. Geht nicht wieder raus. So, Kraus jetzt vielleicht auch noch mal. Will es alleine machen in der Mitte. Vielleicht ein Querpass, ne? Beste Variante gewesen. Ja. Schon läuft der Ball anders, ne? Man sieht das also. Ja, Matti Langer, der da problemlos Theo Bergmann in der Mitte ersetzen kann. Auch das natürlich eine absolute Stärke, dass der Kader so tief ist. Mit seiner Ruhe auch körperlich noch ein bisschen präsenter. Ja. Und schon kannst du hier nochmal einen Sprint machen, überlaufen, spielen. Ja. Bernie Lange. Oh, Maike. Ja, ich glaube, die Roten, die freuen sich, wenn dann irgendwann der Schlusspfiff kommt. Ja, 3:0 ist auch in Ordnung. Ne? Wir wollen da auch fair bleiben. Haben wir nochmal die Aktion von Maximilian Kraus. Da haben wir den Mann mit der 11.
Die letzten Sekunden der offiziellen Spielzeit laufen hier im Ernst-Abbe-Sportfeld. Ja, das war ein ordentliches Debüt, was er zwangsweise geben musste. Maurice Hähne, der reinkam, hoffen wir, dass die Verletzung von Dennis Lamar nicht längerfristig ist. Aber gut, natürlich wird der Kunert und auch Tobi Werner zu sehen, dass solche Ausfälle sofort gleichwertig kompensiert werden können. Und das wird auch am Ende die Entscheidung beeinflussen. Ne? Wenn ich verletzt habe, so adäquaten Ersatz habe, gleiches Niveau. Oder ob ich Qualitätseinbußen habe, das ist immer die Frage. Nachspielzeit ist vorbei und Patrick Kluge beendet diese Partie. Gut. Das Wort standesgemäßer Sieg hast du schon genannt. Jena jetzt mit 6 Siegen in Folge. Was heißt das für diese dramatischen Spiele, die jetzt noch folgen im September? Sie sind voll mit Selbstvertrauen. Sie müssen sich ihrer Stärken besinnen. Und dann kann man jeden Gegner schlagen, egal wie der heißt. 3 Tore von Österhellweg, von Striezel und Maxi Wolfram. Das war's hier aus dem Abersportfeld. Jena gewinnt am Ende souverän mit 3:0 gegen Lichtenberg. Weiter mit Tom Scheunemann im Studio. Danke Thorsten, danke Lutz. Jena schraubt also weiter. Jetzt, wie gehört, 6 Siege, halbe Dutzend des vollen Serie. Und sie machen Druck auf die Spitzengruppe. Alle Reaktionen dazu später hier. Das war's nämlich erst einmal mit Teil 1 bei Sport im Osten. Wir veredeln gleich noch mit der großen Highlight-Show, wie sie es gewohnt sind, Regionalliga und Dritte Liga und dem Blick aufs Bundesliga-Topspiel RB Leipzig gegen Bayern München. In wenigen Minuten nach MDR Aktuell, jetzt mit Nicole Hirschmann.